Ja moinu! Guten Abend und willkommen zu diesem Livestream, in dem wir abklären, ob ich denn nun einen guten Job mache oder doch nur Simon Desue-like arbeite. Willkommen zu Good Job für Nintendo Switch, ein Spiel, das mich auf dem ersten Blick an Untitled Goose Game erinnert hat. Und damit hatten wir ja schon richtig viel Spaß. Als das in der letzten Indie Direct von Nintendo vorgestellt wurde, dachte ich mir schon, ja gut, dazu werden wir bestimmt noch einen Stream machen. Und jetzt ist es soweit. Das Spiel ist zwar schon seit dem 26.03.2020 erhältlich, aber früher war leider keine Zeit, Leute. Nintendo hat sich zusammengesetzt mit den Paladins Studios, um das hier auf die Beine zu stellen. Und wer Paladins kennt, der weiß, dass das ein Erfolg war. Mal schauen, wie Good Job performt, das jetzt erstmal exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. In diesem Spiel ist unsere Aufgabe, wie der Titel schon sagt, einen guten Job zu machen. Wir sind der Sohn eines, ja doch sehr wohlhabenden Unternehmers. Wir fangen in seiner Firma an und arbeiten uns von ganz unten nach ganz oben. Ja, also erstmal sind wir nur so ein Azubi und später wollen wir dann im Penthouse-Büro die Arbeiten eines Präsidenten ausführen, also die Sekretärinnen zum Essen einladen und investieren und solche Sachen. Naja, wie auch immer, willkommen zu diesem Stream. Freut mich, euch zu sehen. Ich mache hier noch die Soundeffekte ein bisschen leiser, denn wir werden vieles kaputt machen. Wer den Trailer gesehen hat, der weiß Bescheid. Denn was sich jetzt erstmal langweilig angehört hat, so wie ich es erklärt hatte, ist eigentlich super witzig. Schauen wir uns aber erstmal die Intro-Sequenz an. Let's go! Also, wie man schon sieht, sehr witzig aufbereitet, grafisch jetzt halt schon sehr limitiert, aber darum soll es ja auch nicht gehen. Hol dir deine Arbeitskleidung! Okay, damit fangen wir also an. Im Intro haben wir gesehen, wie die Firma eröffnet wurde. Wir als kleiner Schnäppke haben da ja hier diese typische Schleife durchschnitten, quasi als Eröffnung. Dann haben wir ein bisschen gearbeitet, aber nur Bullshit gebaut. Trotzdem vertraut uns unser Vater, ja, ein Ehrenmann ist das. Er zählt auf Familie. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen und, was mache ich da gerade? Oh, das Bein versehen. Ich helfe dir. Oh, huch. Oh je. Plötzlich ist der ganze Boden nass. Hier, du wolltest doch bestimmt noch Nachschlag. Du auch, ja? Hier, gönn dir. Und PCs. PCs mögen Wasser. Generell, Technik und Wasser, beste Freunde. Nein! Hier dürfen wir noch Blödsinn machen, aber wenn wir dann in die Aufgabenhallen kommen, dann ist auch die Devise, die Rätsel, denn das ist hier ein Puzzle-Game sozusagen, so zu lösen, dass wir am wenigsten Schaden anrichten.
Also sowas hier mit dem Kaffee geht mal gar nicht. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil es wieder sehr viel kostet. Zum anderen ist Kaffee viel zu kostbar. Ich gönne mir mal einen Schluck aus der goldenen Tasse, wie man ihn kennt. Wir wollen das Vertrauen unseres Vaters nicht erschüttern. Genauso wenig wie meine Moderatoren das Vertrauen von mir erschüttern wollen, nicht wahr? Jetzt erstmal danke an Ramin Freddy für die Community-Mitgliedschaft. Und an viele weitere, wie ich gerade sehe. Moment, Moment. Das wollen wir natürlich als erstes erledigen, bevor wir uns hier mal diese Lobby anschauen, die jetzt schon völlig zerstört aussieht. Holy shit. Alter. Ramin Freddy hat auch noch eine Münze dagelassen. Danke dir, Bruder. Tunchen hat zwei Münzen dagelassen. Du hast immer einen guten Job. Haha, viel Spaß. Vielen Dank für das Lob. Showkiller HD 44, 5 Münzen. Beste YouTuber, hab das Video mit Urin The Will of the Wisps gesehen. Musste heulen, coole Videos, mach weiter so. Ja, also wer da nicht heult, ganz ehrlich, der hat kein Herz. Punkt. Ramin Freddy nochmal eine Münze. Verträger hat eine Münze. Juan Isar ist Mitglied geworden. Danke dir. Und ja, dann wollen wir nochmal schauen, was Amazon so geliefert hat. Aktenkoffer, Mappen. Ist denn hier nirgendwo ein Videospiel drin? Lame. Braucht jemand Wasser? Ich habe noch mehr Wasser. Alter, was eine Sauerei. Holy shit, Alter. Abnormal. Ich sehe aber gerade, da ist so ein Automat. Kann ich den mehr. Oh! Oh lol! Will jemand Cola? Geht alles auf meinen Nacken. Oder eher gesagt auf den Nacken meines Vaters. Gönnt euch. Was wir auch machen können ist, erstmal hier diesen Idioten beiseite schaffen. Sitzt nur rum und schlürft seinen Kaffee, anstatt zu arbeiten, du faule Sau. Was fällt dir eigentlich ein? So, und jetzt können wir hier diesen Stecker nehmen. Und den Fernseher anmachen. Nur was uns das bringt. Keine Ahnung. Lol, offiziell herzlos. Geil, weißer Spiel. Good job. Steht auch im Titel. Titel und Beschreibung lesen, Freunde. Ist immer eine gute Idee. Da stehen sehr viele Infos drin, die euch weiterhelfen. Luke TV, danke für die Mitgliedschaft. Und Tim TV. Tief, der Name wird irgendwie nicht ganz angezeigt. Lol. Frankton HD, auch danke an dich. Freust du dich auf Last of Us 2? Ja, Elias. Wurde jetzt aber leider erstmal verschoben und man weiß nicht, wann es rauskommt. Aber wenn, dann startet das LP natürlich instant, ist ja klar. Jamie Pfefferstorf ist Mitglied geworden. Auch nochmal ein Danke an dich gerichtet. So, und jetzt sollten wir uns mal die Arbeitskleidung holen. Wobei ich ja sogar schon einen Helm trage. Ja. Sieht jetzt aber noch besser aus. Okay. Dann wollen wir noch mal sehen. Also, wir befinden uns im Erdgeschoss, Etage 0, der Empfang. Und im Spiel arbeitet man sich, wie ich bereits sagte, nach oben. Es geht als erstes zu den Finanzen. Boah, wenn man damit anfängt. Vor allem, da kannst du ja schon so viel Schaden anrichten. Oh mein Gott. Also normalerweise wäre es möglich, schon in Etage 1 die gesamte Firma bankrott zu bringen. Was perfektes Deutsch gerade war, egal. Etage 2, die Logistik. Etage 3, die Erholung. Oh, da will ich heute noch hinkommen. Das sieht sehr chillig aus. Allein dieser Pool da. Oder Rosenseen innerhalb des Hauses. Was ist das für eine Bonzenfirma? Die Forschung. Marketing. Boah, wenn wir diese Etage erreichen, dann kann ich an mich selbst eine Placement-Anfrage rausstellen, die das gesamte Jahresbudget beinhaltet. Was wäre das nice? Produktion, Robotik, die Chefetage, also Papi, und hoffentlich unser künftiges Heim, das Penthouse. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg, Freunde. Wir alle fangen irgendwann bei Null an. Und starten bei 1. Ab morgen 6 Monate Kanalmitglied, unterstütze dich immer wieder gerne. Das ist eine lange Zeit schon mal. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ah, und jetzt können wir uns wohl den Aufgabenbereich aussuchen. Es gibt
3 Aufgabenbereiche plus eine Bonustür scheinbar. Auditorium, Zugang erstmal gesperrt. Okay. Zuerst möchte ich mal wieder hier den Stecker verbinden. Vielleicht bringt mir das ja irgendwelche Punkte oder so. Weil ich meine, irgendeinen Sinn muss es ja haben. Und dann fangen wir bei 1-1 an, oder? Aber vorher gönnen wir uns noch Limonade. Ja, und ein Cola hat nicht gereicht. Noch ein bisschen Limonade auf Nacken des Vaters für die ganzen Mitarbeiter. Ja, da kommt er schon! Da kommt er schon und gönnt sich! Habt ihr gesehen, wie schnell er da hingerannt ist? Der Geier, der. Oh. Kann man da noch sowas nehmen? So Notizen oder so? Kein Plan. Und rein in die Rechtsabteilung. Oha. Da hat man schon ziemlich Verantwortung, du. Markus Wachs, sage für eine Münze über Tippi. Damit jobbt sich hoch zu den Sekretärinnen. Ja, das ist das Ziel auf jeden Fall. So. Wollen wir doch mal schauen. Oh nein. Der Projektor ist kaputt gegangen. Aber natürlich gibt es Ersatz. Und den müssen wir beschaffen. Okay, dann schauen wir doch mal, wie. Alter, dem ist der Monitor in die Fresse geflogen. Einfach mal direkt 800 Schaden. Da frage ich mich an der Stelle, was hat denn der bitte schön für einen Monitor? Das ist ein einfacher Mitarbeiter und der hat anscheinend einen Monitor im Wert von $850. What? Das ist schon ziemlich viel für einen Monitor. Also 4K hatte der mit Sicherheit drauf. Damn. Tippt der immer noch? Lol, jetzt sehe ich das gerade erst. Der tippt ja immer noch. Tippt der in die Luft? Oder auf den kaputten Bildschirm? Wie lost bist du denn, Junge? Der schiebt gerade so seinen Film, der weiß gar nicht, was er macht. Ich versuche den gerade zum Aufstehen zu zwingen, aber der klebt quasi an dem Sessel. Im Prinzip ja etwas, was man sich als Chef wünscht. Mitarbeiter, der einfach gar nicht mehr nach Hause geht und 24/7 arbeitet. Ein Träumchen, ein Träumchen. Ja, muss es dann in meiner Firma auf jeden Fall auch geben, wenn ich irgendwann mal eine haben sollte. Steht im Arbeitsvertrag drinne. Du kommst nie mehr nach Hause. Nie mehr. Was sind das hier alles? Erkennt ihr das? Das sieht so aus wie so eine Pokémon-Eierbrutmaschine. Wahrscheinlich ist es aber einfach nur eine Kaffeemaschine oder so, keine Ahnung. Was haben wir denn im Kühlschrank? Kann ich nicht aufmachen? Oh, schade. Naja, dann mache ich halt noch alles ein bisschen nass. Also im ersten Raum werde ich noch ein bisschen Scheiße bauen. Da ist es mir egal, wie viel Schaden ich anrichte. Oh, apropos, da ist die goldene Vase. Holy fuck. Wie kriechen die da runter? Die ist bestimmt einiges wert. 10.000! Oh, ich weiß, das wird Fatih nicht gefallen. Alter. Wie lange man alleine als Azubi braucht, um 10.000 zu erarbeiten. Kann das mal einer schnell ausrechnen? So an einem Durchschnittslohn von, weiß ich nicht, 500, 400 Euro ungefähr? Eine lange, lange Zeit. Hä? Wofür konnte ich jetzt diesen Drucker hier mit Strom versorgen, wenn das eigentlich gar nichts bringt? Oder augenscheinlich nichts bringt? Huch. Scheiße. Das vorhin war eine Kaffeemaschine. Ja, ich glaube auch, dass es eine Kaffeemaschine war. Es sieht auf jeden Fall danach aus. Und was soll es denn sonst sein? Ja gut, dann schauen wir uns doch erstmal hier den Weg an, den wir bestreiten müssen. Und wir wechseln unsere Arbeitskleidung. Genau, man kann in den einzelnen Leveln nämlich Ripper, Jahreseinkommen. Ja. Ich glaube, ein Azubi wäre sogar froh, wenn er 10k Jahreseinkommen hätte. Aber das trifft eigentlich auf niemanden zu. Oder? Also zumindest nicht im ersten Jahr. Außer du bist Azubi bei Microsoft und Google oder so. Die geben dir bestimmt 3K. Just Max, danke für 5 Münzen über Tippi. Bist beim Pfaff-YouTuber, gucke dich seit Pokémon X, habe mir dein neues AC-T-Shirt sofort bestellt. Ehre!
Als es angekündigt wurde, hoffe du und deine Familie bleiben gesund. Bist du irgendwann mal in Dortmund? Ich hoffe auch, du bleibst gesund. In Dortmund bin ich aber eigentlich nicht. Nee, leider nicht. Sehr, sehr weit weg. Also, nicht geplant, aber wenn, dann gebe ich es natürlich auf Social Media bekannt. Du wirst es dann erfahren. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen erstmal hier diese Tür öffnen und dazu brauchen wir einen Stromkabel. Oh, da hinten sehe ich was glitzern. Da ist ein Secret. Oder? Bin ich doof? Doch, da glitzert was. Was ist das? Ein Aufkleber? Was? Schmetterlingsflügel? What the fuck? Ich möchte dich an deinen 900€ Predator-Monitor erinnern. Ja, bei mir ist es ja auch was anderes. Ich bin ja auch kein Büromitarbeiter, der jetzt da Büroarbeit macht. Ich spiele Videospiele, da brauche ich natürlich schon einen heftigen Monitor. Aber ich habe den Predator übrigens nicht mehr. Ich bin gewechselt auf einen LG-Monitor. Kostenlose Werbung für LG. Ja, moin. Der auch 4K hat und ein bisschen flacher ist, ein bisschen edler aussieht. Alter, der Pokal hier, komm, den müssen wir auch noch weghauen. Der ist bestimmt noch mehr wert als 10.000. Den schätze ich mal auf 30K. Kann man das nicht sogar? Oh mein Gott! LOL! Ich kann das Ding einfach wegschleudern. Aber warum war das jetzt auch nur 10.000 wert? Billiges Gold. Unten das Ding war viel kleiner. Trotzdem gleiche Wertigkeit. Jedenfalls, ich habe jetzt einen anderen Monitor, der mir besser gefällt. Ja. Aber nichts gegen den Predator, der war auch ganz geil. Nur bei dem war das Problem. Oh, was war nochmal das Problem? Es gab aber ein Problem mit, ich glaube, HDR war es. HDR und 4K ging nämlich nicht auf PS4 Pro und Xbox One X. Wie komme ich an das Item daran? Muss ich dazu den... Ah, okay, ich wollte es gerade schleudern. Geht das? Als ob. Ah, das war mein Zwillingsbruder. Scheiße, Mann, was? Ich habe einfach die ganze fucking Glaswand zerstört. Oh, ich glaube, das muss man sogar machen. Also zumindest hier, oder? Wie komme ich denn da rein? Wir haben ja gesehen, der Projektor muss da rein, in diesen Raum. Ach so, ja, vielleicht durch die Tür gehen? Mann, bin ich dumm. Naja, hier wollen wir ja noch bewusst viel Schaden anrichten. Was ist das denn hier? Da sind bestimmt irgendwelche Auszeichnungen drauf. Ach, alles Vergangenheit. Wen juckt denn das, ey? Schleudern muss man manchmal machen. Ah, okay. Ja, aber bestimmt noch nicht hier im ersten Raum. Hier ist ja noch alles recht easy. Ist ja die erste Aufgabe. Da haben wir noch eine goldene Vase, aber ganz übertreiben möchte ich es jetzt nicht. Muss erstmal gucken, wie zum Teufel ich jetzt... Aha. Ich komm da nicht durch. Moment, erstmal dieses scheiß Regal beiseite schieben. 800€ Schaden? Warum? Ach so, da war noch ein Monitor irgendwie dran angelehnt oder so. Der ist kaputt gegangen. Ja, nächster Predator im Arsch. Warum kann ich dieses scheiß Regal nicht... Ah doch, jetzt fällt's um. Weg mit dir, du scheiß Regal. Nochmal einen Fuffi-Schaden angerichtet. Das müsst ihr... Ey Leute, das müsst ihr alles donaten, um das auszugleichen, ne? Spaß. Wenn wir ja jetzt schon bei über 30.000. Aber ja, also ich halte euch nicht auf. Komm, gib mir das Kabel. Hey. Jetzt. Wie viel kostet das Spiel? Ich habe tatsächlich wieder einen Download-Code von Nintendo erhalten. Ich weiß es nicht. Aber es gibt es auch nur digital im eShop. Als ob das nicht reicht. Ich schätze aber ein 20. Solche Spiele kosten meistens ein 20. Muss ich jetzt ernsthaft dich noch ein bisschen beiseite schieben? Ich weiß nicht, was kaputt gegangen ist, aber 900€ sind sehr viel. Ich glaube, die ganze Einrichtung hier in dieser Firma ist extrem hochwertig. Oh, bist du Jesus oder warum kannst du plötzlich fliegen? Lay. Ultra Sotendo! Cooler Name. Danke für 2 Münzen. Hi Tommy, danke, dass du uns während Corona unterhältst. Absolut Ehrenmann, bist ein großer Teil meiner Jugend. Enjoye dich wie am ersten Tag. Dir und Juli nur das Beste, vor allem zu dieser Zeit. Euch das Gleiche! Und danke dir für die liebe Nachricht. Ich glaube nicht, dass ich das schon im eingeschalteten Modus dahin bringen muss. Ja, aber Moment. Wie kann ich denn den Projektor jetzt bitteschön...
Oder kann ich das abnehmen? Und die Tür bleibt. Nein. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir stecken einfach irgendwas dazwischen. Geht das? Der Stuhl zum Beispiel? Komm, es muss gehen, sonst ist es unlogisch. Sonst keine Empfehlung für das Spiel. Okay, probieren wir es mal mit was anderem. Vielleicht war der Stuhl zu klein. Ah, es muss gehen, Alter. Hier, dieses Teil vielleicht. Wahrscheinlich mache ich es jetzt sowieso viel zu umständlich. Und es ist viel einfacher. Nein, ich will das Ding nicht schleudern. Halt! Ich will es nicht schleudern. Genau. Mann, das funktioniert nicht. Okay, dann versuche ich das Teil irgendwie zu schleudern. Aber ich kann es doch nur in die andere Richtung schleudern, richtig? Ja. Verdammt! Heißt das, ich muss die Wand zerstören? Was ging da drüben auch? Oder ich kann ihn von der anderen Seite durchziehen. Das weiß ich jetzt nicht. Das könnte man noch ausprobieren als... Lost? Warum Lost? Was mache ich denn falsch? Nimm das Kabel vom Monitor rechts. Ach so, lol, hier war ja auch eins. Okay, Lost, ihr habt recht. Hier war ja... Was? 6000 Schaden, warum? Ja, zum Glück ist es der erste Raum. Huch. Ich habe gerade vergessen, dass in dem Raum ja auch schon ein Kabel war. Das steckte sogar in dem Projektor drin. Was bin ich dumm. Aber gut, dafür haben wir die anderen Rätsel schon im Voraus gelöscht. Bis auf dieses. Hier muss ich das Kabel wieder lösen. Ja, aber warte mal. Hier habe ich doch jetzt wirklich das Problem, dass ich sonst nicht reinkomme. Ist doch so. Weil hier gibt es ja nur diese eine Tür. Oder es geht mit dem Kabel. Ja, okay. Okay. Ich habe verstanden. Mhm. Ja, cool. Schon auf der ersten Etage, coole Rätsel, gefällt mir. Zack. Jetzt noch richtig. Ah, okay, passt schon. Wuhu! Jetzt kommt eine Wertung oder was? Ja, tatsächlich. Also, für die Zeit bekommen wir B. Schaden extrem hoch. Wertung D. Denk mal, F ist das Schlechteste. Und wir haben 56 Gegenstände beschädigt. Oh, dang. Also Leute, 55.000 Donation muss reinkommen hier. Sonst höre ich auf zu streamen. Aber wir sind nicht auf Twitch. Juan ist da, danke für eine Münze. Game sieht funny aus, bin schon seit dem Wind Waker LP dabei. Bist mega unterhaltsam, mach weiter so. Dankeschön fürs Lob, freut mich. Achso, ja, und wenn's bockt, gerne liken und den Kanal abonnieren für noch mehr Trash. Und gute Videos. Gibt's hier auch. Wirklich. Bombasti, danke für 3 Münzen. Guten Abend. Hätte heute eigentlich Training gehabt. Der Stream hilft darüber hinweg, dass ich meinen Sport ganz schön vermisse. Danke dafür. Ah, guck dich mal um nach Training zu Hause. Ich weiß, ist nicht dasselbe, aber es gibt schon auch gute Videos und Workouts für daheim. Sogar komplett ohne Equipment. Also, die sind gerade heftig im Trend bei YouTube. Sehe ich gefühlt jeden Tag in YouTube-Trends. Vielleicht findest du ja was als Ausgleich. Nur als kleinen Tipp an der Stelle. So, und jetzt lass mal hier Superchat durchgehen. Ich glaube, da habe ich noch eine Menge aufzuarbeiten. Ja. Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, bei Stoned from Games, der einen 10er donated hat. Danke für die 10 tollen Jahre, Domi. Für ein zukünftiges LP. Empfehle ich dir Shadow of the Colossus. Es ist einfach ein Kunstwerk, welches du unbedingt mal genießen solltest. Dann empfehle ich dir mein Let's Show dazu. Denn das gibt es tatsächlich schon auf meinem Kanal. Zwar nicht als LP, aber ich habe da, glaube ich, eine Stunde oder so angespielt. Ziehst dir gerne rein. Und ich habe es auch privat durchgespielt. Fand's aber... Also nicht schlecht.
finde aber die hohen Wertungen etwas übertrieben, tatsächlich. Und das Ende der Story, naja. Ja, ich will jetzt auch nicht spoilern, von daher. Oh. Kann man sich geben, ja. Aber auch etwas overhyped, finde ich tatsächlich, muss ich gestehen. Gianni G, danke für die Mitgliedschaft. Marius Ordner, danke für die Mitgliedschaft. Luis Bergrath lässt eine Münze da. Malte Goldenstein ist Mitglied geworden. Hader hat 2,29 da gelassen. Epist Resident Evil eigentlich noch. Dazu kommt noch ein Twitch-Stream. King Elf eine Münze da gelassen. Domdom sogar 28. Domdom rastet immer aus. Einfach nur danke, bin stolz, Mitglied zu sein. Oh Bruder, ich bin stolz, solche heftigen Supporter zu haben. Hä, was? Verbindungsprobleme? Ach so, das ist die Mission. Ich dachte schon, hä? Ich spiele doch gar nicht online. Danke dir, Domdom. Ehre. Und solange Leo Zamminson, bist der Beste. Leidest du irgendwie unter Corona? Leiden würde ich jetzt nicht sagen. Aber warte, erstmal gucken. Also, die haben kein Internet. Bruder, das ist der Horror. Irgendein Mitarbeiter hat was versaut, aber ordentlich. Ja, wir dürfen es ausbaden. Okay, aber wir müssen jetzt dieses Kabel bis in den anderen Raum bringen, oder? Ja, schaut so aus. Ja, also leidest du unter Corona, war die Frage. Ich würde nicht sagen, leiden. Da gibt es Leute, die da viel mehr Probleme haben. Alter, was ist das für ein Helm? Ich will den Helm haben. Geht doch. Aber klar, auch bei mir hat es Auswirkungen. Also, ich habe jetzt zwar viel mehr Views als vorher, so gut wie jeder YouTuber wahrscheinlich. Ich glaube sogar, wir haben einen Aufrufe-Rekord diesen Monat. Liegt irgendwie bei 26 Millionen oder so. Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal gehabt zu haben in einem Monat, lol. Aber tatsächlich geht der Verdienst pro 1000 Klicks schon krass runter. Was aber auch völlig normal ist, weil, wie gesagt, scheiße, 2000. Bin ja nicht der Einzige, bei dem es jetzt so abgeht, weil die Leute haben halt nun mal super viel Zeit und schauen viel YouTube und Streams, ist ja klar. Gleichzeitig durch Corona springen viele Werbetreibende ab oder limitieren ihre Werbung. Also sinkt das und dieser riesen Pool an Views muss dann ja auch noch mit dem, was übrig ist, irgendwie monetarisiert werden. Und das teilt sich dann immer und immer weiter auf und dadurch sinkt das halt. Aber ja, kannst du nichts machen. Ist immer noch gut. Passt schon. Gibt Leute, die da viel mehr Probleme haben, deswegen heule ich nicht rum. So, hier können wir wieder einen Fernseher anmachen, aber ich weiß nicht, was das bringt. Scheiße. Aber komm, als ob so eine Tür von einem scheiß Stromkabel ausgehebelt wird. Nur weil ich das abziehe und das ein bisschen sich rumschleudert. Das ist total lächerlich. Lulaxade, danke für die Mitgliedschaft. Nintendo Game ohne Verbindungsprobleme ist halt nicht möglich. Ja, das ist auch wieder wahr. Das ist auch wieder wahr. Ich verstehe nicht ganz, warum man manchmal Sachen einschalten kann, die einem überhaupt nichts bringen. Wie der Fernseher hier zum Beispiel. Naja, was soll's. Also bis hierhin schon mal alles in Ordnung. Kann ich das Kabel irgendwie fallen lassen, ohne dass es sich zurückzieht? Ah, göttlich. Okay, dann müssen wir mal schauen. Was ist denn da denn los? Die müssen alle auf Toilette. Huch. Können aber nicht, weil alles unter Wasser steht. Ach du Scheiße. Ich darf jetzt das Klo putzen oder was? Ey, Leute, das geht zu weit. Ich bin hier gerade zwar der Anfänger, ja. Aber das gehört wirklich nicht zu meinem Tätigkeitsbereich. Sehe ich nicht ein. Ich fürchte aber, mir bleibt nichts anderes übrig. Nur wie komme ich da? Ja, moin. Sorry, Leute. Kurzer Bildausfall. Das passiert manchmal. Wenige Sekunden, dann geht's wieder. Zack. Läuft. Ja. Sorry. Ist also nicht nur das Internet am Abkacken, sondern auch die Verbindung, Switch und HDMI-Splitter. Grüße gehen raus. Oh, apropos Switch. Hier steht eine Switch.
Coole Detailarbeit. Wir haben bis 4. Mai noch Ferien. Ja, ja, ich habe schon angekündigt. Schulen sollen wieder aufmachen. Ob das nicht zu früh ist? Ich hoffe nicht. Aber mal schauen. So, da ist noch ein Schild. Sieht total dumm aus, wenn ich mit so einem Schild da rumlaufe, aber egal. Ah, und hier ist ein Geheimgang in die Toilette hinein. Aber was ist das? Das ist so eine Bonzenfirma. Und dann haben die da einfach ein Loch in der Wand. Hä? Als ob. Okay, erstmal Boden wischen. Die ganze Pisse weg. Ja, hier noch ein bisschen den Kot beseitigen. Alles klar. Fass ich nur mit Handschuhen an. Was? Hä? Ich hab gerade... Habt ihr das gesehen? $500 Schaden angerichtet. Durch was denn? Ich hab doch hier gerade den Boden gewischt. So, ihr könnt jetzt rein. Ich will euch nicht stören. Macht mal euer Geschäft. Aber nicht das Handy rausholen, ja? Ihr geht gleich wieder auf die Arbeit, ihr faulen Säcke. So, und ich glaube, das sieht gut aus. Ja, nicht ganz. Die Tür geht wieder zu. Wie kann ich die denn dauerhaft aufmachen? Es ist zu früh für die Schulen. Ja, wir wissen es halt nicht. Aber gefühlt sagt mir ehrlich gesagt auch, ja, so zumindest bis Pfingsten hätte man dann noch abwarten können. Aber in NRW ist es ja noch schlimmer. Also das finde ich auf jeden Fall zu früh. Naja, aber wir sind alle keine Experten, Leute. Warten wir mal ab. Was? Nein, das Kabel steckt fest. Aber das ist eine Tür, die geht mit Bewegungsmelder auf. Warte, muss ich da jetzt was dazwischen stecken oder was? Weil dann denkt die Tür ja, da steht jemand in der Tür und geht nicht zu. Haha, 200er IQ. By the way, wer so eine Chill-Ecke bei sich in der Firma hat, Leben durchgespielt. Was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Ist das der falsche Weg? Ach so, ja, lol, natürlich ist der falsche Weg. Lost. Hier ist doch das Ziel. Aber da haben wir jetzt dasselbe Problem. Ja. Erneut das Problem mit dem Bewegungsmelder. Aber hier könnte ja schon so eine Kiste eigentlich ausreichen. Wohne in NRW. Ja, das tut mir leid. Ich hoffe, alles geht gut. Ha! Schaden sogar. A-Bewertung. Läuft. Aber ich glaube, die Zeit ist das Wichtigste. Wenn du bei Zeit verkackt hast, dann bringt das andere nicht so viel. Söder hat bis jetzt wirklich einen guten Job gemacht. Ja, ich denke mal, die meisten unter uns sind keine CDU-CSU-Fans, aber muss ich auch sagen, ja. Tatsächlich. Hast du keine Elgato? Doch, ich hatte sogar mal drei. Benutze aber inzwischen die Avamedia. Weil, also auch die Einbaukarte. Weil die Elgato 4K HD60, selbst die Mark II, es irgendwie nicht geschissen kriegt, mit HDMI-Splittern zusammenzuarbeiten. Da kommt es zu mehreren Problemen leider. Und das hat die Avamedia nicht. Kann ich dir auch nicht erklären. Wenn sie das irgendwann gefixt haben, dann wechsle ich, denke ich, zurück. Aber... Ja gut, wir hatten jetzt einen Ausfall, aber das passiert echt selten. Bei der Elgato wäre es schon dreimal so gewesen, kann ich euch sagen. Und wenn ihr euch erinnert an die kleinen Bildfehler, die es in Ori and the Will of the Wisps gab, in den ersten 10 Parts ungefähr. Also es gab da ein-, zweimal so Szenen, wo das Bild so richtig verwaschen war und... ja, einfach kaputt. Kannst du das nicht besser beschreiben? Lag auch an der Elgato. Ja. Leider. Leider, leider. Aber hey, der Rest ist geil. Greenscreen hinter mir ist geil. Camlink ist geil. Funktioniert ja mittlerweile jetzt auch. Ohne Ausfälle. Die Lichter, geil. Aber den Capture-Karten, obwohl es der größte Bereich ist, finde ich tatsächlich, müssen sie echt noch einiges verbessern. Ist einfach so.
Aber das gilt auch nur dann, wenn ihr wirklich noch was dazwischen habt. Also bei mir sind die ganzen Konsolen ja hier drüben beim Fernseher und so. Hübsch eingerichtet und dann ein Riesenkabel geht durch das Zimmer. Und vorher noch in den Splitter und dann eben in den PC. Sodass ich sowohl am Fernseher als auch am PC spielen könnte, theoretisch. Halt einfach, damit ich nicht immer dumm umstecken muss. Ja, wenn ich Bock habe, auf dem OLED 4K-Fernseher zu spielen, dann mache ich das einfach, indem ich mit der Fernbedienung umschalte. Muss keine Kabel umstecken. Aber das mag die Elgato nicht. Wenn ihr Konsole und Elgato verwendet, dann sollte es relativ wenig Probleme geben. Just Max, danke für 5 Münzen. Hier nochmal 5 Münzen, weil du es bist. Weißt du, was Inazuma 11? Fragezeichen? Hä? Und wenn ja, schon mal drüber nachgedacht, es zu spielen, beziehungsweise Let's Playen, mach weiter so. Ach, ob ich das kenne? Ja, aber auch nur vom Namen her. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, worum es in dem Spiel geht. Leider. Ist aber bestimmt gut. Nur weil ich es nicht spiele, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Wie sie sich gerade abgeschlagen haben, so. Yo! Heute Gehaltserhöhung bekommen? Ich auch! 3 Euro mehr. leider, ne? Kommen wir jetzt gerade zum Steuerbüro? Wo sind denn meine Unterlagen? Ich müsste da eine Korrektur vornehmen. Hey, wo wollen denn die jetzt hin? Die haben alle keinen Bock. Hol die Mitarbeiter in den Meetingbereich. Ja, lol! Anstatt sich mit den Steuern zu beschäftigen, zocken sie lieber Nintendo Switch. Fühl ich. Wirklich, es gibt nichts Langweiligeres als Steuern. Das ist die größte Scheiße. Ich hatte zwar wirklich das meiste auf den Steuerberater abgewälzt, der sich mittlerweile übrigens nicht mehr meldet. Warum auch immer. Ich habe da echt bald Probleme. Aber das, was ich noch machen muss, fuckt mich so ab. Hasse es. So, wofür ist das hier? Ich kann wieder den Drucker anmachen, aber wofür? Kommt da vielleicht diesmal was raus? Nö. Ja gut, kann ja sein, dass der zum Spannen für irgendwas da ist. Weil wir was aufsprengen müssen oder so. Aufsprengen. Aufschleudern, wenn dann. Ah ja, hier zum Beispiel. Ich glaube, da kommen wir nicht rein, ohne irgendwas dagegen geschleudert zu haben. Oder? Moment. Nee, bin lost. Hä, aber warum ist das dann so zugestellt? Ich meine, guckt euch mal das an. Da ist eine Küche und dahinter eine Tür. Hä? Steuern machen ist schlimm. Ja, auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall. Uncaged Pinkin, danke für 30 Münzen über Tippi. Vielen Dank für die Videos von mir, auch wenn ich ein stiller Zuschauer bin. Ey, kein Problem. Danke dir. Solange dir das Stream Spaß macht, ist doch das Wichtigste abgehakt. Oh, okay, Moment. Dieser Bereich hier ist komplett abgeschlossen. Aber da ist doch auch nichts Wichtiges. Ach doch, ich kann dem nicht sagen, ey, geh in den Meetingraum, ich muss ihn dahin schieben. Okay, hab verstanden. Kann ich die Switch klauen? Nein. Belastung. Habe gehört, Domi hat ein gutes Setup von Nerd Over News. Ja? Aber ohne die Probleme wäre es noch besser. Müssen wir noch fixen, mein Freund. Auch wenn es nicht unsere Schuld ist. Aber es ist gut, ja. Hat der Nerdy guten Job gemacht. Lass mal ein Like für ihn da. So, Bruder, was soll ich jetzt hier eigentlich tun? Weil ich kann den doch jetzt niemals da einfach durchschieben. Sag ich doch. Oder, Alter, muss ich ihn etwa da hochschleudern? Nee, oder? Wir haben jetzt einen Mitarbeiter weniger. Der ist Matsch. What the fuck? Ernsthaft, lebt der noch? Ah, jetzt steht er sogar! Hallo? Geh zur Arbeit. Hörst du mich nicht, oder was? Geh zur Arbeit, du Keck. Ist das dein Scheißernst? Also wir müssen ihn auf jeden Fall
dahin schieben. Aber wie kriege ich diesen Honk hier durch? Wenn die Tür sich nur auf diese Weise öffnen lässt. Ich glaube wirklich, ich muss diese Küche irgendwie beseitigen, aber das geht ja auch nicht. Mann, tu diesen blöden Scheiß da weg. Wieso gehe ich nicht einfach durch die Tür? Ja, aber ernsthaft, irgendwas muss doch dieser Bereich da unten zu bedeuten haben. Warum gibt es denn den? Oder ist der nur zur Verwirrung da? Wenn ja, hat es bei mir auf jeden Fall geklappt. Lol, bin ich blöd. Ja, komm, setz dich doch hin. Ach so, shit. Warte. Da steht ja noch das Teil rum. Das muss erstmal weg hier. Alter, ich bin so lost. Das war einfach der leichteste Mitarbeiter. Und ich stelle mich an wie der erste Mensch. Gib dir das. Komplett lost. Lost Emoji in den Chat, bitte. Oh, da ist übrigens noch ein Wikingerhelm. Gönnung. Das sieht so dumm aus. Wikingerhelm und Schmetterling. Lol. Humor des Games ist geil. Ja, ich fühl's auch. Will das Schild oben haben. Hä, Betrug? Ich hab einen Helm auf, springe, aber kann das nicht runterstoßen? Ah ja. Alles klar, Paladins. Übrigens, du gehörst doch auch dazu, oder? Fällt mir gerade so auf. Dann war das vorhin doch nicht der einfachste. Ja, ist echt so. Er ist der einfachste. Er stand einfach nur rum. Alle grünen Manschkal müssen zur Arbeit kommen. Okay, dann als nächstes du. Mhm. Schön viele Lost Emojis. Sehr gut. Bullet Uchiha, danke für 45 Euro Tipi. Kann leider kein Mitglied werden, weil ich kein PayPal oder sonstiges habe. Ich hoffe aber, kann dich so unterstützen. Ja klar, gibt 1000 Wege. Danke dir auf jeden Fall für den Willen generell. Kein Problem. Mach, was du für richtig hältst. Danke dir. Hä? Ja komm, aber die geht jetzt wirklich nicht einfach so auf. Da muss ich schleudern. Oder? Warte. Ja, doch. Es gibt ja nur dieses Stromkabel. Das brauche ich, um diese Tür zu öffnen. Wie wir vorhin gemerkt haben, funktioniert es auch nicht, irgendwas in die Tür reinzustellen. Ich meine, ich kann es nochmal probieren. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das klappt. Das wollte ich nicht. Aber das Problem ist hiermit gelöst. Huch. Oh Mann. Völlig lost. Oder? Moment, ist das Problem wirklich gelöst? Nee, eigentlich nicht, weil ich muss doch... Ah, verdammte Sch... Ich muss vorher diesen Dödel da weg... Hab nur kurz meinen Anwalt anrufen wollen, aber... Der schaut auch den Stream und hat gesagt, Alter, nicht mit mir. Fuck! Wie gemein war das denn? Die haben diese scheiß Vase da mit Absicht hingestellt und genauso auch diesen fucking Mitarbeiter, weil niemand dran denkt, den erstmal dahin zu schieben. Und sobald du das fucking Kabel löst, zerstörst du automatisch die Vase. Zumindest wenn du das Stromkabel instant loslässt, was auch wieder fast jeder macht. Man muss so unfassbar vorsichtig in dem Spiel sein. Sonst richtet man so einen brutalen Schaden an. Aber dieses Level haben wir auf jeden Fall verkackt. Da kriegen wir keine gute Wertung mehr. Das ist klar. Es geht nur noch darum, wie schlimm es am Ende wird.
Oh, der muss ja gar nicht da rein. Ja gut, aber umsonst war es trotzdem nicht, weil da ist ja noch einer. Alter, wie dumm bin ich eigentlich? Egal. So oder so wäre das passiert. Wir brauchen ja noch den anderen da. Na, wenigstens können wir den jetzt easy rausschieben, weil wir schon genug Schaden angerichtet haben. Da wäre es doch sogar besser gewesen, wenn wir am Anfang diesen Drucker genommen hätten und die Wand hier eingerissen hätten, oder? Dann hätten wir nämlich bei weitem weniger Schaden gemacht, als durch den normalen Weg. Irgendwie ist das doch voll undurchdacht. Und jetzt bitte nicht noch die andere goldene Vase zerstören. Es reicht. Es reicht! Der Schaden ist schon immens! Mann, Alter. Andreas Stelli, danke für 20 Münzen! Woo! Vielen Dank für den Support. Hier kann ich bestimmt wieder nur Licht anmachen, was völlig egal ist. Ja. Oder bringt mir das irgendwas? Oben ist noch ein Secret, ja. Kriege ich aber auch nur, wenn ich den Shit hier umschmeiße. Ach, weißt du was? Wir haben jetzt eh schon hier so viel Schaden angerichtet. Ich gönne mir jetzt richtig hart. Das meinte ich nicht. Ich mach das jetzt so. Hat ja wunderbar funktioniert. Das Regal ist in zwei Teile gesplittet, aber der Shit liegt immer noch da oben. Okay, ob das so eine gute Idee war. Aber andererseits, es war wirklich egal. Wir haben das Level sowieso schon völlig verkackt. Aber seien wir mal ehrlich, es macht mehr Spaß, wenn man alles kaputt macht. Was ist das bitte? Gucci-Bauchtasche? Ja, moin. Okay, dann war es den Aufwand doch wert. Lol. Wir hätten nämlich genauso viel zahlen müssen für das Scheißteil, wie wir Schaden angerichtet haben, als wenn wir es im offiziellen Store gekauft hätten. Kommt also im Endeffekt aufs selbe raus. So. Nur, dass wir die Reparaturarbeiten bestimmt auch absetzen können. Ja, aber warte mal, was mache ich denn jetzt mit dir? Nein! Nicht ihn einquetschen, Mann! Ich brauche einen Stuhl, glaube ich. Ohne einen Stuhl kann ich den nämlich nicht transportieren, den Dödel. Ja, super, aber hier ist doch schon alles zugestellt. Oh, was eine Kacke! Hä? Ich kann das Ding nicht bewegen. Ich bin zu schwach. Okay, zur Verteidigung muss man auch sagen, welcher Mensch kann so ein Riesenregal einfach verschieben? Noch ein bisschen. Ja, komm. Ja, komm. Ja, schieb noch ein bisschen. Ja, komm, Bruder. Oh, ich habe gerade einen Trick rausgefunden. Wenn man immer wieder A spammt und sich dabei ein bisschen nach hinten bewegt, dann geht's. Kann ich ihn jetzt rausangeln, den Trottel da? Ja. So. Wie so einen alten Knacki. Fahren wir dich jetzt zum Meetingraum. Komm schon, zieh dir alles zu den Steuern rein. Du wirst es für dein Leben brauchen, glaub mir. KS Freak wird das bestimmt bestätigen können. Und den, ne? Was? Sogar ein... Oha, wir waren hier doch voll gut eigentlich. Dieser Moment, wenn du denkst, du hast die Firma deines Vaters pleite gemacht, aber im Endeffekt hast du durch die Leute, die du wieder in den Raum zurückgebracht hast, ihm mehr Ersparnisse beschert, als du Schaden angerichtet hast. Hey, geil. Ich dachte, wir wären viel, viel schlimmer. Aber 23.000, was ist das schon? Das ist doch nix. Das haben wir doch alle bar rumliegen, oder?
ganz entspannt. Nee, aber ernsthaft, für so eine Firma ist das halt wirklich gar nichts, ne? 20.000 für so eine Riesenfirma, das ist wie der Euro, den ihr im Geldbeutel habt für die. Beförderungsstufe freigeschaltet. Ah, jetzt ist das Auditorium frei. Ach, geil. Dobby und das Regal. Was nutzt du als Render-Hardware? In OBS, CPU oder GPU? GPU. Aber auch nur deswegen, weil ich halt eine Titan RTX habe. Und einen guten Prozessor. Allerdings, natürlich, ist der Prozessor, also allein der Prozessor, besser in der Qualität. Wenn ihr so auf Mittel geht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, für das System generell ist es eine größere Entlastung, wenn man mit der GPU streamt, und da ich mir es leisten kann, in 25 Mbits zu streamen, sowohl weil ich die Leitung habe, als auch weil ich ja die PC-Kraft aufbringen kann, streame ich mit der GPU. Ja. Das habe ich jetzt einwandfrei erklärt. Nein, nochmal in Kürze. Ich habe einfach mit CPU alleine in der Vergangenheit mehr Probleme gehabt. Und auch schon einen Vergleich gemacht. Selbe Bitrate. Irgendwie war GPU besser immer. Und viel weniger Lags. Deswegen. Ermögliche die Präsentation. Oh je. Jetzt wird's wichtig. Wichtig sind aber auch die Leute, die gegönnt haben. Die möchte ich nicht so lange ignorieren. Deswegen, Endo 3197, danke für eine Münze. Hi Domi, hier eine Kleinigkeit, danke für deine Videos. Vielleicht erinnerst du dich noch, ich war der Erzieher, der dir mal donated hat. Ich arbeite in einem Jugendwohnheim. Gab auf jeden Fall einige schon. Ich kann dich jetzt nicht genau zuordnen, aber Erzieher ist auf jeden Fall ein Ehrenberuf, daher Daumen hoch an dich. Nicktube, auch du eine Münze. Du wirkst heute wieder etwas glücklicher. Das gibt einem auch gleich gute Laune. Ich wünsche dir und deinen Liebsten viel Gesundheit während dieser einschränkenden Pandemie. Ja, liegt glaube ich daran, dass ich heute ziemlich viel draußen war. Die Sonne war nice. Ich glaube, wir hatten 24 Grad. Da kann man schon mal gute Laune haben, glaube ich. War das Wetter bei euch auch so gut? Ich hoffe. Ich hoffe. Superchat. Lulax HD ist Mitglied geworden. Use Code Icy, by the way, ist Mitglied geworden. Charlie LP, Justlets und Xylo sowie Hack5er auch. Marcel Burgi hat zwar Münzen drin. Was sagst du zu einem Show von Alien Isolation? Lieber Doom tatsächlich. Ist aber nicht komplett ausgeschlossen. Mal schauen. Marco Moritz, Mitgliedschaft aktiviert, vielen, vielen Dank an dich. Jonas Zimmermann, eine Münze dagelassen, Sven P. 20, schon wieder so ein heftiger Typ. Jetzt will ich noch mehr Schaden sehen. Gerne doch. Marco Moritz, zwei Münzen. Master of Phoenix 5, einfach danke für die coolen LPs. Bin durch dein Ori 2 LP auch ein Ori-Fan geworden. Yo, muss man sein. Jeder muss dieses Spiel gespielt haben, wirklich. Und den ersten Teil auch. Hab ihn heute sogar gemalt. Ach krass, dann zeig mir das bitte. Lad hoch auf Twitter oder Insta und verlinkt mich. Bitte, 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 bitte. Ich will's sehen, ich will's sehen, ich will's sehen. Jetzt habe ich aber nicht ganz aufgepasst. Wie ermögliche ich die Präsentation? Irgendwas da hinten brauche ich, ne? Hä? Ach so, nee, da sind wir ja gekommen. Oder? Ja, doch, ich bin im Aufzug. Geh mal beiseite bitte, Bruder. Ich will dieses goldene Lätzchen haben. Gib mir das. Scheiß Bücher, weg damit. Ich will das goldene Lätzchen. Okay, warum fliegt das Buch jetzt? Es fliegt einfach immer noch. Guckt euch mal diesen Bug an. Ich hab's. Oh, ein goldenes Lätzchen. Süß. Oder ist das ein Pizzastück? Bin nicht sicher. So, ihr Trottel. Was macht ihr hier?
Verzieht euch. Ich muss, glaube ich, als erstes die weglocken. Wie mache ich das? Ich meine, die stehen einfach vor der Tür und bereiten sich. Hä? Da habe ich jetzt gar keinen Plan. Okay, schauen wir uns mal um. Oder wir müssen einfach alle Fernseher anschalten. Das kann ja auch sein. Vielleicht ist es ja ganz einfach. Ihr dürft mir gerne einen Tipp geben. Hol den Projektor von oben und bring ihn runter. Aber der Projektor war doch in dem Nebenraum, oder? Wo diese ganzen Vollidioten davor stehen. Ah, oder wir probieren es nochmal mit so einem Stuhl. Weil wenn das vorher geklappt hat, warum nicht auch hier? Der ist nämlich frei. Ansonsten schleudere ich vielleicht einfach irgendwas gegen die... Oh, das geht! Ja, aber nur einer, ne? Oder kann ich den irgendwie runterschmeißen und dann... Verdammt, wie werde ich den jetzt los? Oder gibt es da unten noch ein paar Stühle, die frei sind und die ich nehmen kann? Naja. Könnte trotzdem funktionieren. Versuchen wir es mal. LOL! Tatsächlich! Komm! Ihr zwei auch noch! Wie geil ist das? So, sieht doch fast aus wie vorher. Episch. So, nun der Projektor. Da hinten ist er. Mhm. Tür geht nicht auf. Kann nicht sein. What? Ah, Moment. 200er IQ kickt gerade rein. Scheiße, 800 Euro Schaden schon wieder. So schnell können 800 Euro weg sein, Leute. Ja, komm, durch irgendeine Tür kann ich doch jetzt raus. Im Ernst? Oh, ich dachte, ich wäre so klug jetzt. Leider ein Irrtum. Okay, dann vielleicht... hier irgendwie? Weil da ist ja auch noch so ein Stromkabel. Verflucht nochmal. Mach ab! Du sollst den Schmutz abmachen! Ja. Nicht da rein. Obwohl... ja, doch. So, jetzt ist das offen. Wir können uns das Ding hier nehmen. Da reinstecken. Yay! Und jetzt auf ganz entspannt den Projektor holen. Na also, geht doch. Geht doch. Ja, Vorsicht. Jetzt sollte man die Leute nicht umschmeißen, weil ich glaube, das gibt dann Personenschaden und Leute. Wenn die entsprechende Versicherung haben, oh, dann wird der Schaden aber anders krass sein. Bitte brecht euch nichts. Nein. Bleibt einfach ruhig sitzen. Ich muss hier nur durch. Ich glaube, ich mache den nochmal aus hier, den Scheiß. Fernseher. Okay, soweit so gut. Was, als ob da unten stehen einfach zwei Securities rum? Oh, und die werden natürlich nicht schnallen, dass ich einfach helfen will, ne? Natürlich. Ich muss aber auch sagen, ich hätte so Bock, irgendwas an die Kabel zu spannen und in die Menschenmenge reinzuschleudern. Natürlich nur im Spiel! Nur im Spiel! Nur, dass wir uns richtig verstehen, ja? Diddy King 565, danke für 25 Münzen. Hier für den besten YouTuber gönn dir Big Macs und Klopapier. Ja, also eine Rolle Klopapier kriege ich dafür, glaube ich. Das ist die teuerste Aktie momentan. Spaß. Dankeschön für den Support. Schleuder ihn runter.
den Projektor. Ja, hätte man machen können auf jeden Fall, aber der Schaden wäre unreal gewesen. Das will ich lieber nicht. Ich glaube, bei den Dödeln funktioniert genau derselbe Trick, oder? Ja, easy. Easy. Hier, ihr habt VIP-Plätze. Tommy, also bitte. Ja, komm, also so viel widerstehen? Da, hier hinten? Hinter denen was reinspannen und dann bam, volle Pulle in den Rücken rein. Oh. Muss der hier hin? Ja, ne? Das ist wohl der Typ, der den Vortrag hält. Der gönnt sich erstmal Entspannung. Verstehe. Ja, wir können jetzt natürlich nicht einfach hier durch. Doch, geht. Als ob. Was war denn das Problem da bei dem letzten Raum? Da musste man halt jetzt wirklich einfach nur reingehen, Kabel holen und fertig. Jo, unsere beste Wertung! Und tatsächlich kann die Zeit auch überboten werden. Ich dachte, wenn du bei Zeit irgendwas Schlechtes oder Schlechteres hast, dann gilt das. Und die anderen zwei Wertungen, die sind nur so, ja, für die Statistik halt. Aber nein, du kannst die Zeit tatsächlich noch überbieten. Mit 2x A bekommen wir auch Gesamt-A. Schock. Ist das nicht wunderbar? Einfach nur danke für die coolen LPs. Bin durch dein... das hatten wir ja schon. Master of Phoenix nochmal. Tenox ist Mitglied geworden. Ach, sieh an. Hallo. Know and Learn ist auch Mitglied geworden. Dreamworld, eine Münze da gelassen. Chaos, LOL hat eine Münze da gelassen. Bleifangkater von Schnur. Was für Namen heute wieder. Cool. 549, vielen Dank, noch weiter so. Gruß von Kater und Sohn. Heute darf er ausnahmsweise bis 22 Uhr mal gucken. Eine Dommi-Ausnahme. Das ist sehr lieb vom Vater oder Mutter, bin ich sicher. Und der Kater heißt Schnur? Schätze ich? Süß. Mr. Yoshi, vielen Dank für 22 Münzen. Heftig mal wieder. Simmets ist Mitglied geworden. Diddy Kong. Oder Diddy King. Ehrenmitglied. Michigan Gaming Mitglied geworden. Blue the World ist mit 11 Münzen dabei. Ein kleines Bier für den besten YouTuber. Ah, ich bleib beim Kaffee. Aber trotzdem danke. Wie viel kostet das Game? Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Kann man kurz einer nachschauen? Ah, hier, Gunny hat nachgeguckt. Good Job kostet im E-Shop 19,99. Also die 20 Münzen, die ich schon vermutet hatte. Tenox war einfach den Slow-Mode-Light. Ah! So ist das also. Ja, sehr schön. Die erste Etage sind wir fertig damit. Ziel war ja, zu der Entspannungsetage zu kommen. Aber das dauert doch ein bisschen länger als gedacht. Ob wir das schaffen? Mal sehen. Jetzt gibt's erstmal die Logistik. Was spielst du? Ist das Switch? Ja. Sogar exklusiv. Das war ein Spiel, das sie bei der letzten Indie Direct gezeigt haben. Und was echt bockt. Ist lustig. Dancing Creeper, zumindest für den Heiratsantrag für Claudia. Aber Claudia steht doch eher auf 2000. Weißt du doch. So, was geht hier ab? Sortiere die Container. Oh nein. Oha. Cool, jetzt können wir sogar so einen Kran bedienen. Was soll mir das hier eigentlich sagen? Blauer Brief hoch. Schwarzer runter. Ah, okay. Und die Container können auch wirklich nur mit dem Kran bedient werden.
Ja, nice. Werden also sozusagen auf jeder Etage neue Gameplay-Mechaniken und Rätseleinlagen eingeführt. Das ist gut. Wer stellt denn einen Stuhl hier auf die Kiste? Komplett lost. Oder die hatten Platzprobleme, aber selbst dann. Selbst dann. Gibt's nur da hinten diese eine Steuerungseinheit? Die da? Weil ich habe gerade nach mehreren gesucht, aber ich glaube, es gibt tatsächlich nur diese eine. Und mit der können wir das ganze Areal bedienen. Gott, da lässt sich dann ja auch wieder unfassbar viel Schaden anrichten. Oh, aber das hier können wir rausziehen, sehe ich gerade. Sollte man auch machen. Sonst wird es später schwer mit dem Kran. Claudia ist locker minderjährig. Weiß ich nicht. Das steht nicht auf den AC-Wikis. Gunny ist schüchtern. Wie meinst du das? Um was geht's im Spiel überhaupt? Naja, wir wollen aufsteigen. Etage zu Etage, bis wir dann ganz am Ende der Boss sind. Und im Penthouse wohnen. Sozusagen das Ziel von jedem. Okay, also ich habe jetzt wirklich keine andere Möglichkeit gefunden. Dann lass uns mal schauen. Kann ich drehen? Oh Gott, muss das so genau sein? Ernsthaft? Und wie viele gibt es denn überhaupt? Acht, sehe ich gerade oben links. Okay. Aber ich sehe jetzt nur diesen einen lilanen. Bestimmt muss man die Felder aber komplett ausfüllen. Da reicht es mit Sicherheit nicht, nur dieses eine Ding da abgelegt zu haben. Oder? Kann nämlich gar nicht so genau sein. Eins von acht. Warte mal, wie sind die Farben der anderen Bereiche? Grün habe ich gesehen. Gelb gibt es noch. Ist irgendwo noch blau? Ah ja, okay. Hier ist noch ein lilanes. Ja, 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 dann muss man die alle austauschen und so, bis es am Ende passt. Wer kennt's nicht? Ich schütte Wasser um und bin $25 los. Ohne Scheiß, Leute, es gibt so unfassbar teures Wasser. Das glaubt ihr nicht. Ein paar habe ich sogar einfach aus Spaß ausprobiert. Zum Beispiel Fiji Water oder so. Ja, Quellen aus irgendeinem Kloster und so. Schmeckt alles langweilig. Gibt schon auch einige, die gut sind, von den etwas teureren, aber es lohnt sich absolut nicht. Das ist so ein Schwachsinn. So ein unfassbarer Schwachsinn. Oh, da ist eine Weihnachtsmütze runtergefallen. Cool. Aber blau gibt es nicht, oder? Sehe ich gerade. Die blauen, die sollen einfach nur triggern. Ja, ist so. Okay. Juli ist netter als Claudia und hübscher Domi. Als ob. Jamie, bitte. Moin, kommt im Stream gleich erstmal Verlobte, man kennt. War nur Spaß, denke ich, ja, aber... Bro, please. So. Darf ich mal fragen, wie das Ding... Nein, nicht anfangen! Warum?! Das kann ich jetzt aber wirklich nicht nachvollziehen. Das Ding hat maximal einen Kratzer, ist einfach nur ein scheiß Container. 4000 Euro. Ah ja. Was soll da jetzt bitte einen Schaden von 4000 angerichtet haben? Na gut, kann natürlich sein, dass da in den Containern, Teller von Villeroy und Boch drin sind. Aber dann hätte man das mir vorher sagen können. Vergoldete Teller von Villeroy und Boch. So, 4 von 8. Typisch, ich bekomme nie mit, was in den Streams passiert. Du guckst sie aber, oder? Oder meinst du, du bekommst nicht mit, wenn die Streams starten? Tja, da hilft die Glocke! Ja? Ja. Achso, ich bin ja noch drauf, lol. Hier, zack. Oben rechts, dann Glocke.
So läuft das. Also blau, weg damit, Schmutz. Am besten stapeln, oder? Oder macht das wieder Schaden? Nein. Finde ich gut. Da ist noch so eine goldene Krone. Ich glaube, die gönne ich mir auch noch. So, vorsichtig, rausschütteln. Genau. Immer schön abschütteln. Wie nach der Toilette, man kennt. So, perfekt. Dann brauche ich dich mal. Das ist sogar voll das coole Rätsel. Ich dachte, das würde mich triggern. Warte, dreh mal. Ja, noch ein bisschen. Okay. Aber ich finde es ganz geil. Von der Idee her. Du musst halt wirklich aufpassen, dass du so wenig wie möglich umschmeißt. Und ich bin immer noch sauer wegen den 4000 Dollar vorher. Weil, kann ich halt echt nicht nachvollziehen. Gib einen Angestellten hoch. Stimmt, gute Idee. Als ob, es geht nicht. Oh, ja okay, wäre wahrscheinlich zu brutal gewesen für ein Nintendo-Game, aber ich dachte jetzt auch, dass das vielleicht sogar möglich ist. Nee, schade, kann man nicht. Wäre aber echt nice gewesen. Und verdient hätten sie es auch, weil sie einfach nur rumstehen und blöd gucken. Oh nein, nicht euer Ernst. Ich kann das nicht einfach rausheben. Und hier in dem Teil ist sogar noch ein kleiner lila da drin. Raus da. Ja, aber nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nein. Nein. Komm raus. Ah, okay, so einfach geht das nicht. Er visiert dann nämlich automatisch wieder den blauen an. Na schön, dann heben wir halt die ganze Schose erstmal hier raus. Stellen das irgendwie hier ins Eck. So, das stört's nicht. Nicht umfallen, bitte. Dankeschön. Was ist denn hier für eine Schose passiert? Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Aber wenn wir es da ablegen, ich glaube, dann passt es schon. Hä, man kann sie nicht hochheben, aber mit den Kisten schlagen? Ja, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum das nicht geht. Das müssen wir die Entwickler fragen. Oh nein. Jetzt kann ich das nur so völlig blöd hochheben. Ja, das war klar, dass das mir Schaden hat, ich glaube jetzt. Zählt das noch, ja? Oh mein Gott, stell dir vor, du machst so deine Lagerarbeit. Ja, wir haben es ja schon fast, ne? Hier, das Ding noch. Und dann im Prinzip nur noch die kleine Kiste, die da hinten noch übrig geblieben ist. Ich fürchte aber fast, an die komme ich nicht ran. Die muss ich erstmal wieder da rausschieben. Ist aber kein Problem, ich wollte sowieso nochmal aufstehlen. Aufstehen und die ganzen Sachen, die wir da runtergeschüttelt haben, aufsammeln. Weil ich glaube, sobald alles an seinem Platz ist, ist das Level beendet und ich kann es nicht mehr einsammeln. Müssen wir also jetzt machen. Das Game kostet 20 Münzen, denkst du, es lohnt sich? Das sieht jetzt schon eigentlich recht umfangreich aus. Man muss natürlich Spaß an den Rätseln haben, ist klar. Aber, ja, doch. Warum nicht? Wenn es der letzte Dreck wäre, dann hätte es Nintendo ja auch nicht gepublished. Beste Position, exzellent. Ja, ich weiß. Bin der Profi. Oh, ist das schön. Pizza auf der Brust. Krone auf dem Kopf. Knossi 2.0. So. Jetzt ist es in Reichweite und ich denke, wir sind durch. Habe ich noch was vergessen? Irgendein Ding, was wir da noch aufsammeln können? Nee, ne? Also ich habe schon noch den einen oder anderen Sammelgegenstand gesehen, aber auf die bin ich jetzt nicht so scharf wie der da oben zum Beispiel. Was soll das überhaupt sein? Ach, so ein Nackenkissen ist das, glaube ich, oder? Ja, ja, ich glaube. Fürs Flugzeug sind die göttlich. Okay. Irgendwie langweilig, aber auch so spannend. Hä? Ja, was jetzt? Entscheide dich.
8 von 8. 10 Minuten, gibt B, Schaden, A und zerbrochen, auch A. Beste. Wir werden immer besser, Leute. Wir sind hier die Pros. Komm, das gibt jetzt instant eine Beförderung. Auf Etage 5 oder so. Die Containerhalle. Abgeschlossen. Leon, 55 über Tippi, danke dir. G steht für gönnen. Ja, da bin ich auch der Meinung. Der Stelli sprengt den Rahmen. 50 Münzen über Tippi. So viel ist gar nicht nötig, aber danke dir, Bruder. Oder keine Message! Das. Oh, das triggert mich immer so, wenn man so heftig abgeht und keine Message dabei lässt. Dann kann ich nur Danke sagen. Das ist zu wenig. So. Stehst du? Mann! Stelli, warum? Oh mein Gott. Ah, da oben ist das Boss-Level. 202. Paketprobleme. Ja, die haben wir, glaube ich, alle jetzt im Real Life auch. Hab was über Amazon bestellt und es soll erst in 3 Wochen ankommen. Huch. Weiß jemand, ob es auch Rang S gibt? Wäre interessant zu wissen, aber ich glaube, A ist tatsächlich das Maximum. So, was geht hier? Befördere das Paket in die Presse. In die Presse? Ja, aber dann ist es doch Müllentsorgung, oder? Ja, ich denke schon. Ja. Also wir entsorgen hier einfach den ganzen Müll, der noch da in der Firma ist. Oder? Ja, doch. Hä? Ja. Tun wir. Alles klar. Und wie kriege ich das jetzt da hoch? Vor allem welches Paket? Ach so, das hier. Jetzt bin ich das erste Mal so ein bisschen ratlos. Ach, okay, da ist ein Gabelstapler. Oh Gott. Was? Ja. Alter, mit dem Ding könnte man so einen Schaden anrichten. Kann ich jetzt die Menschen irgendwie grabben? Ja. Aber nicht nach oben befördern? Was? Erdrücken aber auch nicht. Dennoch wird der auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung nach dem Part haben. Ich mach die 2000 Likes voll. Oh, vielen Dank dir. Aber der Gabelstapler kommt doch gar nicht so. Irgendwas sagt mir ich. Hä? Jetzt doch? Hä? Wie hat er denn auf einmal jetzt noch dieses zusätzliche Meterchen da rausgeholt? Naja, egal. Ich hab das Ding. Oh Gott. Oh mein Gott. Wo spielst du es? Nintendo Switch? Diddy King, danke für 25 Münzen. Nee, falscher Alarm, den hatten wir schon. War das mit Big Mac und Klopapier. Ich kann mit dem Ding nicht einfach rauffahren, ja? Okay, hätte mich auch echt gewundert. Ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal wieder nach unten bringen. Und da durchreichen. Nicht ablegen, du Trottel. Ach so, ja gut, vielleicht wollen die... Ja, hier, 200er IQ. Ich weiß schon. Wie er mit seinem 4K-Fernseher flext. Ja, ich? Oder wer? Ich finde, das muss schon sein. Also zumindest OLED.
ballert. Hier, ich kann jetzt nur hoch und runter. Warum kann ich nicht sagen, ey, nimm das mal? Das scheint mir ein bisschen random zu sein. Oder man muss den perfekten Abstand zu dem Paket haben. Keine Ahnung, ey. Vielleicht schadet es nicht, erstmal wieder auszusteigen und sich die Situation anzuschauen. Das ist genau so ein Spiel, das man während einer langweiligen Vorlesung spielen könnte. Muss man da nicht aufpassen? 300er IQ gerade. Ja, oder? Finde ich auch. Ach, da ist sogar noch einer. Hätte ich den jetzt gar nicht da durchfahren brauchen, oder was? Ach so, nee, warte. Aufzug betätigen, dann fahre ich mit dem Ding darüber, leg das auf das blaue Gitter und fahre mit dem anderen Gabelstapler zum Ziel, oder? Schon ganz geil. Oh. Ich glaube, wir sollten nicht die Rade ausfahren. Sonst schmeißen wir alles um. Und dann sind wir locker bei 20.000 Schaden. So macht es der Student. Genau. Ablegen. In der Vorlesung aufpassen kann man, muss man aber nicht. Ja, hängt halt dann davon ab, wie skillig man ist, ne? Das heißt, ihr seid alle 300er IQ-Studenten. Beste. Ich schmeiß das jetzt runter. Ich meine, warum nicht? Oder? War das dumm? Nicht, dass ich mir jetzt alles verbaut habe. Weil ich dachte mir nur so, ja, ich habe keinen Bock, jetzt wieder 1000 Mal hoch und runter zu fahren. Bis der dann das Paket grabbt. Da ist ja eh nichts Wichtiges drin, wenn es in die Presse kommt. Hoffe ich mal. Wow! Muss es jetzt trotzdem nicht fallen lassen, Digga. Ja. Okay. Aber wie befördere ich es jetzt von da ins Ziel? Oder war da noch ein Aufzug, den ich nicht gesehen habe? Grabben kann ich es ja wohl kaum. Aber ich brauche doch auf jeden Fall den Gabelstapler. Lost? Hä? Warte, muss ich mir eine Brücke bauen? Ja, ich glaube, jetzt verstehe ich's. Oha, da kommt man aber niemals sofort drauf. Ich glaube, wir müssen uns eine Brücke bauen. Pass auf. 1000er IQ-Move. Lol. Mann, heb doch die Shit da auf. Oder das hier ist noch besser. Komm. Das ist noch besser. Gönn. Jo. Jo, 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 jo. Das ist die halbe Miete. Ah, Mann. Scheiß Paket. Mit dem Versace-Teller 450 Euro wieder weg. Fuck. Naja, passiert mal, ne? Passiert mal. Oh, Leute. Ich glaube, es ist nicht mal die halbe Miete. Das ist die ganze Miete, wenn ich das hier reinkriege. Betonung auf wenn. Ah, oh, Bruder, fahr doch einfach da rein. Fahr rein jetzt! Kann das so schwer sein? Okay, komm, ich dreh mich mal um. Vielleicht ist es dann einfacher. Tatsächlich. Wobei, es geht nicht. Weil... Ah, doch, natürlich geht's. Wir haben noch zwei Gabelstapler. Yo, 1000er IQ-Move. Confirmed. Lass es unten.
Jetzt, let's go. Let's go, der Hase. Fall nicht runter jetzt. Entspannt. Das war doch bestimmt auch der Lösungsweg, der vorhergesehen war, oder? Cool. Sehr cool. Oh, und weg mit dem Schmutz. Das sind alles Briefe von meiner Ex-Freundin da drin. Sie will Alimente haben. Kriegt sie nicht. Ach was, warum B? Ja, aber komm, ernsthaft. A kann man doch so gut wie gar nicht blind schaffen, oder? Du musst doch von Anfang an wissen, was zu tun ist, um bei Zeit A zu kriegen. Aber was beschwere ich mich? Wir haben ja gesamt A. Passt ja. Das war echt ein geiler Rätselraum. Das Spiel wird tatsächlich auch immer von Raum zu Raum besser, finde ich. Geil. Welche Ex? Eine der 50, keine Ahnung. Spaß. Alles Joke, alles Joke. Mehr Bier für Dommi. Nochmal ein 10er Donate, der Blue the World. Obwohl ich beim Kaffee bleiben möchte. Na gut, dann gibt's auf deinen Nacken später noch ein Bierchen. Oder ist ein Lillet auch okay? Ich mag Lillet Wildberry. Lecker. Wemby, danke für die Ehrenmitgliedschaft. Andreas Stelli auch. Jonathan XD12 lässt 2 Münzlis da. Wann denkst du, dass die Switch Pro kommt? 1 oder 2 Jahre? Nächstes Jahr. Ja, ich denke nächstes Jahr. Dann, Dancing Creep hat 2 Münzen. Jule wohnt bei mir auf der Insel und sie hat Ehre. Jule? Also die Ente da, diese blaue? Niemals. Jule ist... Oh, nice. Danke für 1 Münze. Bibi, 87. 20 Münzen. Der Beste. Gönnen. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Bibi. Und viel Spaß mit dem restlichen Stream. Stimmt, wie lange sind wir eigentlich schon? 1,5 Stunden. Eigentlich sollte hier das Ende sein. Also... Ich gebe halt immer irgendwas an im Titel, aber wir machen natürlich noch weiter. Wir machen noch auf jeden Fall bis zur Erholungsetage. Die will ich mir gönnen. Vielleicht machen wir die sogar fertig, weiß ich nicht. Mal sehen. Hängt auch davon ab, wie es hier im Vertrieb läuft. Pausenende. Ah ja. Simona Lupo, danke für 2 Münzlis. Wie geht's, Juli? Perfekt. Alles gut? Beendet die Mittagspause. Wie mache ich das? Indem ich denen einfach das Essen wegnehme oder was? 0 von 21. Oha. Okay, das wird wieder ein bisschen aufwendiger jetzt. Shit. Kommt noch ein LP zu Pikmin 2, weil es stand in der Liste von 2019. Ja, kommt, aber ich habe irgendwie gerade keinen Bock drauf, deswegen kommt's halt auch nicht. Kann ja nur das Let's Playen, was ich dann auch zu dem Zeitpunkt fühle, sonst macht's keinen Sinn. Oh, ein Kaffeeautomat! Erstmal alles vollgeschmiert. Warum entsteht eigentlich dadurch kein Schaden? Ich meine, theoretisch muss doch jetzt eine Putzfrau bezahlt werden, das aufzuwischen. Und was kostet die? 20 Münzen? Naja, seien wir froh. Okay, wir haben hier was Schönes. Ist das eine VR-Brille? Oder was? Hä? Da ist noch eine Switch. Ach, und die kann ich jetzt sogar nehmen. Kann man sie auch jemandem geben? Ha, würde ich eh nicht machen. Das ist meine. Meine. Oder komm, wir legen sie da auf das Laufband. Jetzt bist du der böse Chef, der die Mittagspause beendet. Ja, stimmt.
Von der Etage bin ich jetzt hier der Macker. Ich sag hier, ihr geht wieder an die Arbeit und zwar sofort. Aber wie? Damit man jetzt echt komplett im Unwissenden gelassen. Ich meine, ich könnte die jetzt da zum Beispiel runterschmeißen, aber... Ist ja alles nicht Sinn der Sache. Digga, ich habe gar keinen Plan. Okay, doch, ihn hier schon. Einfach runterlassen und dann in den Arbeitsbereich schieben. Einen haben wir schon mal. Wuhu! Könntest du dir diesen Job im Real Life vorstellen? Leute von der Mittagspause abhalten? Nein, ist doch viel zu böse. Das ist, ich bin da nicht so ein Arsch. Würde ich nicht machen. Ich glaube, ich muss immer pro Bereich so ein Rätsel lösen und dann gehen sie alle wieder zur Arbeit. Aber die sitzen nur rum und talken. Was soll ich denn machen? Ah, warte, oder kann ich sie jetzt doch hier in dem Level grabben? Vielleicht am Helm. Vielleicht ging es deswegen vorher nicht, weil die haben alle keinen Helm getragen. Nee, das ist schon mal nicht. Runterschubsen? Also jetzt mal ganz blöd gefragt. Irgendwas muss ich ja probieren. Nee! Oh, scheiße. Und er geht auch nicht zur Arbeit. Er ist jetzt da unten am Rumlungern. Aber ich kann ihn doch theoretisch jetzt einfach da hinschieben. Oder mit dem Stuhl. Genau, mit dem Stuhl könnte ich ihn zur Arbeit bringen. Hä? Doch, jetzt ist er in dem Bereich drin. Zählt das jetzt schon? 2 von 21 steht da. Ja, lol. Das heißt tatsächlich einfach runterschubsen? Das kann doch nicht legit sein, oder? Ist das die Lösung, die vorgesehen ist? Niemals. Fuck. Vor allem macht man damit viel zu viel Schaden. Es muss anders gehen. Warte mal. Das Laufband führt doch nach oben. Jetzt sag aber nicht, ich muss sie einfach alle mit dem Stuhl abholen. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. Ich fürchte aber, genau das wird sein. Was bin ich du... Ja, okay. Also ich glaube, es gibt hier mehrere Lösungsansätze. Aber vorhergesehen ist der hier. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Der zählt auch. Nicht? Ah, jetzt sag aber nicht, ich muss hier jedes Mal den Aufzug benutzen. Ey, komm, wir springen da jetzt einfach runter. Los, an die Arbeit. Faules Stück Scheiß. Guter Mitarbeiter. Arbeite. Zählt er jetzt? Ja. Okay. Mit Stuhl und Bank, schreibt einer. Es gibt noch eine Bank? Sehe ich tatsächlich nicht gerade, aber den Stuhl haben wir ja. Damit geht's. Was war das gerade für ein Bug? Gibt's da keinen gechillteren Weg nach unten? Ich muss tatsächlich sagen, die anderen Räume fand ich jetzt besser. Also, den finde ich nicht ganz so toll. Übrigens, Blue, findest du nicht auch, dass der Stuhl so ein bisschen dein Logo hat? So von den Farben her? Einigermaßen? Neue Merch-Idee. Gratis von mir. Ich würde den kaufen. Ja, hier geht's auch nicht runter. Nee, den Raum fühle ich jetzt nicht so. Ich denke zwar, dass ich es falsch mache. Also es gibt bestimmt noch eine bessere Option. Aber trotzdem... Die anderen Räume hatten ein klareres System und eine bessere Idee dahinter. Okay, das ist witzig. Das mit der Kiste ist witzig. Zack. Aber dennoch. Oben links, da ist die Bank. Ja gut, aber das geht ja dann auch nur einmalig, oder?
Und im Prinzip ist es dasselbe. Einfach die... Was? Hä? 3000... Warum? Was ist passiert? Hä? Was hat gerade bitte schon 3000 Schaden angerichtet? Lächerlich. Lächerlicher Betrug. Oh, oh, oh. Vorsicht wegen der goldenen Vase. Komm, runter. Kann ich doch bestimmt schon runterschubsen, ne? Ja. Bam. Weiß aber nicht, wann die wirklich confirmed sind. Ja, okay, ich glaube, wenn sie reinrennen, dann. Der Stuhl ist nicht mal kariert. Dann halt nicht. Sind die 450 Euro jetzt entstanden, weil er sich da die Fresse gebrochen hat oder weil der Inhalt des Pakets kaputt ist? Lol. Ich glaube, der wurde wieder rausgedrängt. Der zählt nicht. Oh, ist das nervig, ey. Wo ist denn der jetzt überhaupt hin? Okay, wenn er auf dem Laufband bleibt, dann wird er früher oder später wieder an seinen Arbeitsplatz gespült. Soll mir also recht sein. Ich überlege gerade, kann ich mir noch so eine Bank hier leihen? Ja. Nein, nicht so. Oh, Digga. Siehst du, habe ich doch gesagt, der wird wieder zurück an seinen Arbeitsplatz gespült. Genau in dem Moment passiert's. 9 von 21. Ja, dann nehmt mal Platz. Wenn ich bitten darf. Und ihr am besten auch. Nein, nicht runterfallen. Also nicht von der Bank runterfallen. Oder? Gehen die jetzt zur Arbeit? Ja, sie gehen zur Arbeit. Gut. Brav. Die muss ich mit dem Kran machen. Ja, ja, jetzt sehe ich es auch. Klar. Dafür ist der Kran da. Alles klar. Ja. Greift die Bank mit dem Kran. Ach, das wäre auch gegangen. Ja, ich sag's euch, hier gibt's mehrere Lösungsansätze. Warum konnte ich mich jetzt nicht damit bewegen? Das war jetzt aber wirklich nicht meine Schuld. Der Scheißkram ist komplett verbuggt gerade gewesen. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Hier, jetzt geht's wieder. Was soll denn der Scheiß? Und warum steht der immer noch da oben? Komm runter! Dein Ernst? Boah, ich schlag dem jetzt in die Fresse. Geh doch runter, du blöder Vollidiot! So. Mann! 15 von 21 am Start. Gib mal den Stuhl, weil da oben rechts war noch ein Dude. Dann hole ich den mit dem Stuhl ab. Aus dem Weg! Pfosten. So. Und ab die Tour. Auf zur Arbeit. Das war zielgerichtet auf die Vase. Das war so lächerlich. Scheiß Kran, ey. Schmutz. Oh, was geht hier ab? Die schleudere ich zur Arbeit. Mir jetzt egal. Bam! Ah, blöder Stich. Beiseite.
Oh, du Keck. Mann! Warte, ich muss kurz deaktivieren. Gehst du schon mal aufs Laufband? Gute Reise. Ich glaube, man soll die auch alle aufs Laufband stellen, aber ich finde es gerade irgendwie geiler, die da runter zu schleudern. Haben sie auch verdient. Leon, 5 Münzen. Mach jetzt seit 2019 eine Ausbildung in der Logistik und muss sagen, bockt echt. Doppelt hält besser. Echt? Freut mich zu hören. Dann weiterhin viel Spaß auf jeden Fall. Vielleicht bist du ja auch derjenige, der mir meine Amazon-Pakete richtig einsortiert. Danke dir. Viel Spaß. Und guten Flug. Spaß ist bei der Arbeit übrigens das Allerwichtigste, egal was man macht. Ohne das... Schwierig, schwierig. Als ob der eine da unten jetzt nicht zählt. Oh, Digga. Und was machst du hier noch auf der Casting Couch? Das Gechillteste ist, glaube ich, einfach alle aufs Laufband zu setzen. Dauert dann zwar ein bisschen, aber man muss die nicht einzeln runterschleppen. Warum ist denn hier kein Stuhl mehr? Oh, zum Kotzen. Brauch noch einen, ganz dringend. Als ob. Muss ich jetzt wirklich den von hier unten nochmal hier hoch beschaffen, um den einen Dödel zu holen? Leider, oder? Gibt keine andere Möglichkeit. Das stimmt, aber im Moment macht mir meine Arbeit nicht wirklich Spaß. Naja, du sagst zumindest im Moment. Das heißt, es könnte sich ja noch ändern. Es ist nur eine Momentaufnahme. Ey, komm, ey, sag dir jetzt durch. Ich kann das Scheiße, Alter, nicht einfach durchschieben! Ganz langsam. Okay. Was sind wir eigentlich für ein Schwächling, dass wir... Nicht dein Ernst. Das fährt hier im Kreis? Nicht mit mir, du gottverdammter Hank! Die 4000 gönne ich mir. Hat er verdient. Was mache ich jetzt mit dir eigentlich? Komm, du musst nur noch ein paar Millimeter... Ach ja, lol, das sind ja noch ein paar Stühle. Huch. Krieg ihn trotzdem nicht da drauf. Warum? Setz dich auf den gottverdammten Stuhl. Warum kann ich den... hier jetzt nicht hochnehmen? Aber ich muss irgendwie... eine Sitzmöglichkeit noch in diesen Raum bringen. Ich sehe aber keinen Stuhl. Ich sehe keinen Stuhl! Flip aus wegen dem letzten Idioten da. Das, dann sollte es gehen. Ja, Moment. Wenn wir uns einen richtig langen Weg an... Ja, müssen wir machen. Komm. Hätte man alles viel schneller machen können. Ich bin mittlerweile froh, wenn wir das Level durch haben. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Komm. Mach. Setz dich hin.
Setz dich sofort hin. Das ist kein Sitzen. Und runter. Bam. Oh, Digga. Das ist Schmutz. C, oder? Ja. Okay. Ja, moin. Da wurden wir jetzt ja krass abgewascht. Schade. Kingboy, danke für die 2 Münzen. Tony Wuwewen auch. Laderampe freigeschaltet. Ich hoffe, hier wird es wieder ein bisschen geiler. Weil es ist jetzt quasi das Abschlusslevel der Logistik. Paketsuche stand da. Och, nee. Lade die Pakete auf den PKW. Ah ja. Werde ich gleich mal probieren. Simona, danke für 2 Münzen. Jamie für 2 Münzen. Riju oder Claudia? Wen wählst du? Bester YouTuber. Riju. Arne Friebel, danke für 5 Münzen. Kannst du Liga mal auf dem Eis einladen? Super LPs und Streams. Ich hoffe, das können wir wieder im Sommer machen. Ja. Spaten 1, 2, 3, danke für 1 Münze. Cinnamon, 3 Münzen. Der Stream und das Game machen echt gut Laune. Freut mich zu hören. Gönn's dir, wenn's dir gefällt. Wie gesagt, 20 Münzen im E-Shop. Mr. Seku ist Mitglied geworden. Dancing Creeper 1 Münze, einfach Türkei 1 Münze. Und ja, let's go. Ah ja, genau, wir haben einen neuen RIP-Emoji. Weil ich es gerade sehe, weil Fabian den eingesetzt hat. Könnt ihr mal gucken gehen. Ein RIP-Emoji. LKW, nicht PKW. Ja, ich dachte auch, dass es... Hä, bin ich dumm? Da stand doch gerade PKW, oder? Weil ich dachte mir auch gerade so, hä, das ist doch ein LKW eigentlich. Aber ich bin sicher, da stand als erstes PKW. The fuck? Also jetzt steht der LKW, ja, aber vorhin stand noch PKW da, oder? Na, ja, wie auch immer. Ich war auch erst irritiert, ist doch ein LKW. Aber ich wollte nichts sagen, nicht, dass ich am Ende dumme bin. Ach Mann, Bruder. Ja, erstmal raufkommen, ne? Ja, genau, das ist der RIP-Emoji. Ich war am Überlegen, lieber wieder einfach nur einen Text über Betrug und Lost oder sowas hier. Was findet ihr besser? Text oder den Grabstein? Oder auch wie bei Lost? Da habe ich halt wegen der Lesbarkeit einfach den Text genommen so und kein Bild. Also es ist halt nur so mini klein. Aber ja, ich frage mich, was bei RIP am besten ist. Muss ich da jetzt so rüberlaufen? Nein, da stand LKW. Ich schaue später nochmal nach. Ich könnte drauf schwören. Ist jetzt aber auch nicht weiter wichtig. Grabstein besser. Grabstein. Stein. Okay. Text. Grabstein. Ja gut, die meisten sind tatsächlich für das Bild. Ja, würde ich schon sagen. Okay. War das jetzt doch falsch? Nach oben zu gehen?
glaube nämlich nicht, dass ich da das Gerüst entlang muss und die ganzen Kisten beiseite schaffen muss. Das wäre doof. Ah, aber ich kann. Denke ich. Oder kann ich? Nein. Oder gibt es irgendwo ein Gerät, wo ich das dran schließen kann? Ja. Mhm. So bringe ich nämlich das Stromkabel in den ersten Stock. Ja. Okay. Coole Idee. Ich denke, das ist schon mal ein richtiger Ansatz. Aber ich laufe hier nochmal ganz kurz rum, um mich umzuschauen. Oh, das ist ein Feuerlöscher. Mit dem kann man, glaube ich, auch ziemlich viel Shit treiben. Weil den sieht man sogar in dem Icon, wenn man das Spiel startet. Ich kriege ihn aber irgendwie gerade nicht runter. Schade. Naja, was soll's. Nap, danke für den 10er. Ehre. Fahren wir mal rauf. Na, ey, nicht runterfallen. Ich brauch das. Okay, Secret. Neuer Helm. Oh, mit so Flügeln. Geil. Ist der beste Helm bisher, finde ich. Tür ist auf. Wuhu. Der Gerät. Da ist ein Paket. Es gibt 5 insgesamt. Da ist das zweite. Das dritte. Unten war aber keins, ne? Bestimmt ist noch eins hier auf dem Gerüst. Ja, klar. Oh, damn. Ja, die Kisten einfach erstmal woanders ablegen. Fertig ist die Geschichte. Dachte ich zumindest. Ah, jetzt. Ich könnte es auch einfach da durchfallen lassen. Ich glaube aber nicht, dass es eine gute Idee wäre. Wie bekomme ich denn die Kisten jetzt in den LKW? Gibt es da eine bestimmte Stelle, wo ich die... Ach so, mit dem Kran, oder? Ich teste es einmal ganz kurz. Ja, die Tür bleibt auf, offenbar. Asterix-Helm. Ja, stimmt, ich habe auch gerade überlegt, woran erinnert mich das eigentlich gerade? Asterix, hast recht. Der Zeichner ist übrigens diesen Monat oder letzten Monat gestorben, leider. Also der Originalzeichner. Aber sein Werk bleibt natürlich auf ewig bestehen. Ja, okay. Mhm. Ja, nice. Was schaut ihr alle so? Als ob die das bei DHL anders machen. Leute, die machen da noch viel Schlimmeres. Ist halt leider wirklich so. Natürlich nicht jeder, man sollte nicht pauschalisieren, aber ihr werdet bestimmt alle diese schockierenden Videos kennen. Diese geheimen Aufnahmen. Ja, und ich glaube, fast jeder von uns hatte auch schon mal ein beschädigtes Paket. Oder ein verlorenes Paket. Verloren. Ja. Okay, ich muss da ja eigentlich irgendwie raufkommen, oder? Damn, das ist so schwer. Oder komme ich mit dem Kran auch hier hin? Nein. Hier sind noch so viele Stromstecker. Ich weiß aber gar nicht. Doch, ich muss mit dem Kran hier hochkommen können. Oder gibt es einen zweiten? Ich kann doch diesen ganzen Shit sonst nicht beiseite schaffen. Probieren wir kurz aus, diese Tür hier zu öffnen. Ah, oder warte mal.
scheißegal. Ich reiß die auf. Ich hab keine Ahnung, wie ich sonst machen soll. Kiste, geh weg! Mit einem Gabelstapler. Hier oben? Der bricht doch zusammen. Ey, was ist das denn für ein fucking Bug? Gerade ging das noch mit dem Seil. Mach nicht diesen. Oh ne, bitte. Mach. Ja, hier, geh doch trotzdem. Ich reiß die Wand jetzt ein. Ist mir egal. Scheiße, ich bin. Tot. Ach, Moment! Man, ach so, man kann hier auch runter! Ich dachte, das wäre alles nur Deko. Und man ist dann tot. Ach so, man kommt ja auch runter. Ihr sagt das doch einer. Ja, moin. So, so. Das macht die Sache einfacher. Wir hinterfragen am besten mal nicht, wie ich das überleben konnte. Seien wir einfach froh, dass nichts passiert ist. ich muss aber jetzt den wieder rufen. Komm mal runter. Nee, das fand ich jetzt nicht lost. Also der Sturz, ja, aber dass man auch da runter kann. Das sieht von hier oben ja auch überhaupt nicht danach aus. Fast ein Secret, ja eben. Finde ich auch. 1200 Schaden. Man kennt's. Ja, jetzt ist das deutlich einfacher. Okay. Ja, lass mal fallen, oder? Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust hier großartig noch alles sanft abzulegen. 450 auf Nacken, ist doch egal. Komm, gönnen wir. Ja gut, okay, das war jetzt unnötig. Wie ich einfach gerade in der Luft stehe, was zur Hölle? Oh nein! Ich glaube, ich bin erledigt. Ich komme hier nicht mehr weg! Was? Was? What the fuck, Engel? Was geht ab? Oh! Ich musste aussteigen, es ging nicht mehr anders. Hauptsache, ich überlebe. Wie gut, dass da unten noch mehrere Gabelstapler stehen, sonst wären wir jetzt vollkommen erledigt. Oh, wie nice. Ich hing einfach nur noch an diesen beiden Grabbern da, ja. Jesus 2.0, ja, so ungefähr. Okay, jetzt haben wir schon so viel Schaden angerichtet, ich glaube. Ich kann ja gar nicht fallen lassen. Ach, soll man das vielleicht doch nicht mit dem Kran machen? Ja, scheiße. Diesmal sogar nur 200. Geht ja voll klar, oder? Ja, jetzt muss ich aber einen neuen Gabelstapler holen. Ach, scheiße. Das ist jetzt zwar ärgerlich. Aber dafür war die Szene in der Luft zu gut. Einfach zu gut. Markus Wags, danke für eine Münze. Gewerkschaften würden Sturm laufen, wenn sie das sehen. Oh, nicht nur die. Nicht nur die. Auf jeden Fall. Stehen die an jeder Ecke? Okay. Einfach einen neuen.
Kosten, glaube ich, auch so 25.000, oder? Pro Gefährt. Wie gut, dass das nicht berechnet wurde. Aber hey, der eine ist ja auch noch nicht kaputt. Er hängt ja nur in der Luft. Das kriegen wir bestimmt noch irgendwie hin. Oben ist ein Kran. Ja, ich glaube auch, aber ich finde ihn nicht. Oh nee, er kann ja eigentlich nicht sein. Sonst würde diese Aktion mit den Gabelstaplern gar keinen Sinn machen. Mit dem Greifer den Stapler holen, ob das geht. Hä, was? Was ist denn hier? Was ist passiert? Okay. Platzieren wir den mal lieber ein bisschen mittiger. Damit das nicht nochmal geschieht. Danke. So, jetzt bitte den anderen Rotz holen. Ah, stimmt. Ein Paket. Wie geil das einfach aussieht. Stell dir vor, du kommst zu spät auf Arbeit und siehst das. Alle weg. Du kommst auf Arbeit und alle sind weg. Weil sie gemeinsame Sache machen. Niemand plaudert aus, wer das angerichtet hat. Nein! Ach komm. Tausender Damage. Ja, wir lassen fallen, komm. Ey, jetzt fall aber auch runter. Wo ist eigentlich das letzte Paket? Ich finde das letzte nicht. Bitte sag mir nicht, dass das jetzt da feststeckt. Fall doch runter, du Schmutz. Ich habe einfach durchdrehen lassen, die Reifen, und bam, mit dem Dash runtergestoßen. Gibt aber noch mal einen K auf die Rechnung. Oh weh, oh weh. Aber ernsthaft, wo ist das letzte Paket? Ich hab doch... Nee. Unten liegen jetzt zwei. Warum ist das die anderen Male nicht passiert? Auch hier wird die Rechnung dezent in die Höhe schnellen. Warte, haben wir hier noch ein Paket? Ich meine, irgendwo muss es doch sein. Oder ist das im unteren... Wo ist das eine Paket, was ich vorhin runtergeschmissen habe? Nee, nicht das dicke, das kleinere. Hey, jetzt sag aber nicht, ich kann das nicht finden, weil ich kann die Kamera halt auch nicht bewegen. The fuck? Wo ist das? Und generell, wo ist das letzte, verflixt? $13.000, Bruder, muss los. Ja, eben. Ja, wir haben doch... Als er den Gabelstapler in die Luft... Ach, hier ist das. Das ist gar nicht ganz runtergefallen. Ach so. Okay. Damit verkackt aber auch jetzt alles. Ja, ja. Das mit der Wand war zu krass. Aber ich muss ja den scheiß Gabelstapler da durchführen, Mensch. Auf dem LKW ist das letzte. Hä?
Oh. Komm, was ist das denn? War das da von Anfang an? Dafür wurde mir jetzt nichts berechnet? Okay, anscheinend haben wir die Ladefläche schon so sehr verbeult. Macht keinen Unterschied mehr. Das bemerkt der Gutachter dann auch nicht mehr. Kann ich das große bewegen? Nee, ne? Wenigstens die große Vase ist noch intakt. Und ja, doch, ich kann es bewegen. Das kleine fällt natürlich runter. Hat aber, glaube ich, auch keinen Schaden gekriegt. Also manchmal ist diese Berechnungsgrundlage etwas unnachvollziehbar. X-Brox, danke für 3 Münzen. Ich finde es voll cool, dass du jetzt wieder Claudia in Arzi hast. Mir fehlen noch Nele und Jule. Anbei ein kleines Trinkgeld für den wagemutigen Arbeiter. Danke dir auf jeden Fall. Ja, ich werde auch versuchen, die anderen ikonischen Charaktere zu bekommen. Kannst du mir mal aus dem Weg gehen, du Vollpfosten? Versuche auf jeden Fall auch noch die anderen zu bekommen, wie Doris und so. Digga, warum stehst du hier rum, du nutzloser Trottel? Oh, jetzt ist er weg. Sagte der hier alles demoliert, ich weiß. Aber die kriegen es ja nicht mal hin, die Pakete da zum LKW zu bringen. Also, sollten die mal ganz still sein. So. Ja, wird aber auch C- und D-Wertung sein. Allein wegen der Wand Ripperino. Ja. Belastend. Waren aber auch wirklich 2 nervige Aufgaben zuletzt. Das muss man auch sagen. Okay, du dürftest niemals im Getränkelager arbeiten. Ja. Da bist du schnell bei massivem Schaden, ne? Das stimmt. BB87, danke dir jetzt auch noch für die Ehrenmitgliedschaft. Und Leroy, sowie Felix. Truvian hat 10 Münzen dagelassen. Dank dir kann ich mich ein bisschen ablenken von meiner Beziehungspause, da meine Freundin sich erstmal finanziell weiterentwickeln und sich auf das Studium konzentrieren will. Wird ein schweres Jahr. Ich will nicht zu nahe treten, aber deswegen macht sie eine Beziehungspause? Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Aber ich kenne euch auch nicht näher, deswegen halte ich mich da raus. Ich finde nur generell zu sagen so, yo, ich will jetzt erstmal Karriere machen, dann komme ich zu dir zurück. Das klingt jetzt nicht ganz so toll. Vielleicht kannst du das ein bisschen konkretisieren. Möchte aber natürlich auch nicht den Beziehungsberater spielen. Bin ich nicht befugt zu. Erholungsetage, dann schauen wir doch mal. Was geht ab? Amelie MSP, danke für 1 Münze. Wie lange spielst du noch? Ja, jetzt nicht mehr lange. Also wir gucken hier noch ein bisschen durch. Was eine geile Empfangslobby. Sandgarten. Das Level ist bestimmt nice. Was gibt's hier alles? Poolreinigung? Gartenarbeit und Kinoabend. Wir müssen uns für 1 entscheiden, Leute. Ich schwanke zwischen Kinoabend und Poolreinigung. Ihr dürft entscheiden. Schreibt in den Chat 2 für Kinoabend und 3 für Poolreinigung. Oder 1 für Gartenarbeit, wenn ihr das denn wollt. Das, was am meisten gespammt wird in der nächsten Minute, das nehmen wir dann. Du bist ein guter Berater in allem, Domi. Nee. In einigem, aber alles weiß niemand perfekt. Auch ich mit Sicherheit nicht. Erholung ist jetzt genau das Richtige. Allerdings. Das stimmt. Ich warte noch ein bisschen, bis alle gehört haben.
Und bedanke mich bei Justin Reh für 5,49. Ich denke, Pool hat Überhand. Ja. Es ist schon nicht eindeutig, aber Pool... Ja, also ich habe deutlich mehr Dreier gesehen. Dann machen wir die Poolreinigung. Bestimmt beides cool. Hä, wo ist mein Pool? Sammle die Spielzeuge ein. Okay. 30 Spielzeuge. Ah, und das kann jetzt alles Mögliche sein, oder? Hier dieses Schaumstoff-Surfbrett. Das scheint eine gechillte Aufgabe zu sein. Wie es gehört für die... Oh! Die haben da so einen... Oh, wie nennt man das? Das gibt es bei voll vielen Thermen und Schwimmbädern. So einen... So ein Strudel. Das feiere ich. Das ist so geil. Als ob die das einfach im Büro haben. Ich würde mich instant bei dieser Firma bewerben. Wie geil, ey. Gehört tatsächlich zu meinen liebsten Attraktionen in so Schwimmbädern. Oh, da oben gibt's eine goldene Schwimmweste. Die hätte ich gerne. Und wenn das Level jetzt echt so schnell vorbei ist, wie es aussieht, dann machen wir vielleicht doch noch einen Kinoabend. Aber ich glaube, es wird nur am Anfang so easy und die letzten Gegenstände kriegst du dann nur sauschwer. Komm, her damit, ich will das haben. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Aber ich habe einen Plan. Der ist allerdings ein bisschen rabiat. Oh! Dann doch nicht so. Auf einmal geht's. Strömungskanal, Wellenbad. Nee, nee, nicht Wellenbad. Wellenbad ist auch geil. Aber ich meine wirklich nur diese Strömung, wo du, wie man hier bei ihm schon sieht, automatisch weitergetrieben wirst. Strömung, nicht Strudel. Ja, okay, dann halt Strömung, mein Gott. Aber es ist immer so ein kreisförmiger, also im Prinzip doch ein Strudel. Nur halt ohne Loch in der Mitte. Gott sei Dank, sonst würden alle ersaufen. Was ist denn das hier eigentlich? Box? Oder was soll das sein? Jo Leute, ich störe mal, ne? Ich nehme mir den Ball. Ach, ich kann den nur schubsen. Okay, den kann ich gar nicht grabben. Ich kann den nur in die Strömung schubsen. Oh, Juvien nochmal. Sie hat wegen Studium gerade keine Zeit von Beziehungen, aber sie liebt mich immer noch und will, sobald das vorbei ist, neu anfangen. Ja, aber warum dann nicht trotzdem ab und zu treffen? Ich verstehe nicht, warum man sagt, ey, gar nicht und dann später irgendwann. Naja. Solange ihr beide damit einverstanden seid, alles okay. Man weiß gar nicht, was alles dazugehört. Also klar, es sind immer grüne Gegenstände, aber bei manchen bin ich mir nicht sicher. Sollen jetzt noch 25 sein? Krass. Einfach mal das Falsche gegrabt. Ja, das Krokodil brauche ich. Mitsamt des Menschen werde ich das jetzt in die Kiste stecken. Oder muss ich den vorher irgendwie abschütteln? Nö. Löl, der ist jetzt gefangen. Ja, moin. Kommt mir auch komisch rüber. Ja.
Aber wenn Juvian damit einverstanden ist, dann ist ja okay. Okay. Okay, seltsam. Man muss es grabben, dann loslassen, dann wieder grabben. Ah ja. Lazy River. Ah ja, genau, das ist der Name. Lazy River, so heißen die Dinger. Auch immer im Urlaub. Right. Ah, halt, halt, halt. Ups. Der Mensch ist auch ein Spielzeug. Okay. Muss das Glas kaputt machen. Na, bis jetzt alles gut. Ihr habt hier eine Privatveranstaltung oder was? Waren wahrscheinlich beide nackt. Ich komme einfach rein. Okay, die Bälle müssen auf jeden Fall alle dann zur Kiste geschoben werden. Das wird frustriert. Ja, komm, ging doch nicht anders. Wobei doch, ich hätte sie vorher einfach wegschieben können. Die Vasen. Oder? Ja. Aber ist echt schön eingerichtet. Richtig geile Firma. Hä? Ich hab den Stuhl doch einfach nur kurz geschoben. Auf einmal liegt der auf dem Kopf und 5000 Euro Schaden? Lächerlich. Lächerlich. Ich wollte nur gucken, ob da hinten was ist. Von was ist er denn bitte schön auf den Kopf gefallen? Lame. Nimm doch die Box mit nach unten. Ich dachte, die wäre fest. Kann man die verschieben? Dann danke für den Hinweis. Ja, ja, hier, jetzt sieht man es. Da hat sie Griffe, aber die stand vorhin genau andersrum. Da konnte man das nicht sehen. Oder ich muss morgen einen Termin beim Optiker machen. Kann auch sein. Ich schließe es nicht aus. Da ist noch ein Kroko. So, aber jetzt echt Konzentration. Ich möchte nicht noch mehr Schaden anrichten. Das mit dem Stuhl war eh absolut lächerlich. Hier habe ich wieder Bock auf mindestens B-Wertung. Krokodil, bitte geh rein da. Danke. Ente. So. Der Stand bewegen. Ja, das bestimmt, aber achtet man jetzt auch nicht drauf. Ah. Da haben wir eine Verstopfung. Ob wir das durch einfaches Schieben lösen können? Nein. Oh, wobei doch. Einigermaßen. Fließt's wieder? Oh Gott. Es gibt auch schon echt frustrierende Jobs. Aber damit zeigt das Spiel nur die Realität. War anscheinend ein goldener Stuhl. Nee. Aber vielleicht aus irgendeinem extrem teuren Kaschmirstoff. So, jetzt können wir hier mal wieder was rausziehen. Bam. Next. Auch. Kannst du die Scheibe einschlagen? Ich weiß nicht, welche Scheibe ihr meint. Aber das habe ich eh nicht vor, weil das macht ja dann wieder Schaden. Die Rechnung ist jetzt schon bei, ich glaube, 20.000. Nee, oder? Wie viel? 10, 20.000. Allzu viel mehr darf es nicht sein für B. Oh, die Bälle werden mich noch so triggern.
Okay, immerhin der Große ist draußen. Ja, aber wie zum Teufel kann ich den jetzt da in die Kiste stecken? Kann ihn nur rollen. Geht er von alleine da rein? Oh, du unglaublicher Dödel. Geh da weg! Nein, ich will jetzt... Ich wusste, dass das passiert. Und das nur wegen diesem Affen, der da rumsteht. Komm, zurück mit dir. Ja. Okay. Aus dem Weg, du Keck. Beste. Ein Buggy, ein bisschen buggy ist das Spiel ja schon. Ja. Doch, ein bisschen schon, muss man sagen. Das stimmt. Das ist aber auch nichts allzu Dramatisches, was es komplett zerstört oder so. Ja, stimmt. Fühle ich auch so wie Kuh. Ich wäre lieber alleine, anstatt geparkt zu werden. Ja, das ist halt genau das, was ich mir dachte. Aber wie gesagt, wenn er damit einverstanden ist. Kannst du auch bitte einfach mal rollen? Gut. Der Ball ist ja wie die Wassermelone aus Sunshine. War auch instant mein erster Gedanke, ja. Auch so ein Riesentrauma, oder? Die Wassermelonen. Wobei ich heutzutage mit der Mission echt klarkomme. Also als Kind hatte ich da auch Probleme, aber heutzutage finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Ja, ich glaube, die Enten muss man mit der Hand rausziehen. Meine Tippy-Donation kam nicht durch. Doch. Darkon, 3 Münzen. Du kannst dir Entek 215 NFC-Karten auf eBay bestellen und dir mit denen eigene Amiibo... Na, das lese ich jetzt mal nicht vor. Das ist leider nicht ganz legal. Und deswegen machen wir das auch nicht. Trotzdem danke für den Tipp. Aber... wollen wir hier jetzt mal nicht bewerben. Da ist übrigens noch eine Taucherbrille. Besser als der Helm. Lazy River in Animal Crossing wäre geil. Lazy River in allem. Egal was. Wäre geil. Vielleicht baue ich es mir noch in den Keller. Spaß. Das wär's, oder? Das wär's. Ach, kann ich das hier auch... Okay, das macht's nochmal ein bisschen einfacher, aber wir hatten ja trotzdem keine großen Probleme mit der Stelle hier. Alle großen Sachen sind auch schon raus. Nur noch der kleine Stuff muss in die Kiste und dann kommen wir, denke ich, auch auf die 30. Ich glaube aber, in dem Level kann man sich nur ganz, ganz wenig Schaden leisten. Einfach weil es auch nicht so viele Möglichkeiten gibt, was kaputt zu machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es für B dann nicht mehr reichen wird. Lazy River im Kino. Okay, dann vielleicht doch nicht überall. Oder? Moment. Wenn du einen Kinosaal hast, der wirklich 360 Grad Screens hat und du in der Mitte halt fährst, dann kannst du ja auch nichts verpassen, oder? Oder nur, ja gut, die Hälfte, aber dann drehst du dich halt immer so, ja. Ich hab die neue Idee. Damit werde ich reich. 360 Grad Lazy River Kinos. Darauf hat die Welt gewartet. Jetzt brauche ich nur noch einen Investor. Okay, wir haben's. Nur noch zum Ziel bringen und die goldene Vase nicht umschmeißen. Aber wenn ich das mache, dann bin ich lost. Komplett lost. Diese Taucherbrille.
Oder man projiziert den Film an die Decke. Dann müsste man aber das Ganze so bauen, dass du dich dann auch hinlegen kannst in dem Lazy River. Also jetzt nur dieser Reifen zum Beispiel, das würde mir, glaube ich, nicht taugen. Weil dann müsstest du dich ja so übelst nach hinten lehnen. Und dann kann es auch passieren, dass Dullis nach hinten kippen und ersaufen oder so. Und das geht bestimmt auch dann auf den Kopf. Aber wenn man so Liegematten irgendwie konstruieren könnte, das wäre was. Vielleicht sogar auf Schienen. Dann ist der Lazy River zwar fake, aber hey. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Ach doch, nur 6000. Ehre! Yeah! Dachte, vorhin haben wir irgendwas mit 10.000 umgeschmissen. Aber dann war tatsächlich dieser blöde Drecksstuhl das einzig super teure. Geil. So, Stream geht jetzt 2,5 Stunden. Komm, mach mal noch das Kino, dann kann ich einen Titel schreiben, 3. Und irgendwie habe ich jetzt noch Bock drauf. Das Finale dieses Streams. Der Kinoabend. Auch das etwas, was, glaube ich, jeder in seinem Arbeitsbereich haben möchte. Oh, allein die Lichter. Bringe die Mitarbeiter vor die Leinwand. Was? Ich muss die auch noch dazu bringen, den Film zu schauen? Willst du mich verarschen? Okay. Niemand. Doppelpunkt. Ich arbeite lieber, anstatt mir den Film reinzuziehen. Lol. Als ob. Völlig unrealistisches Szenario. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre sogar einer von denen. Das sind die fleißigsten. Was ist das denn da oben? Eine Karotte? Wie kriege ich die da runter? Oh, vielleicht damit. Nein! Komm, lass das da runter. Ja, es hat geklappt. Ich weiß zwar immer noch nicht, was es ist. Es ist ein Dino-Schwanz. Aha. Okay, kann es sein, dass ich den Feuerlöscher brauche, um den Putztypen da hochzulocken? Nein? Hä, was muss ich denn bei dem machen? Ach, also doch, der war nur irgendwie wegen der Vase festgebackt. Ja, den muss man so zum Arbeitsplatz lotsen. Quatsch, eben nicht. Zum Entspannungsplatz. Oder wie mache ich denn diese Schmutzspur? Okay. Ach, jetzt ging's. Ich konnte ihm das Ding einfach wegnehmen. Ah, okay. Okay, geil. Bei Google normal. Ja, klar. Also Google, Facebook, all diese großen Konzerne, da sieht das tatsächlich so aus, wie wir es hier sehen. Vielleicht nicht so mega prunkvoll, aber schon in der Art und Weise. Das ist aber natürlich nicht die Regel. Ja. Die wenigsten haben so einen Flex am Arbeitsplatz. Und, ey, dann würde ich auch nicht mehr weg wollen. Warum guckt er sich jetzt... Ist das dein Ernst? Gibt's irgendwo einen Stuhl? Damit ich den wegtragen kann? Der hat mir einfach das Kabel aus der Hand gerissen. Oder ich kann ihn vielleicht wegblasen. Ah, ich muss einfach schneller sein als er. Glaube ich. Ich glaube, ich muss dann immer so ein bisschen weiter lotsen. Darikon, danke für die Mitgliedschaft. Ich habe leider Corona. Ich hoffe, du machst keine Scherze. Aber wenn, dann wünsche ich dir natürlich gute Besserung.
jetzt? Ich glaube, der ist der schwierigste, oder? Ah, scheiß Vase, Mann. Vielleicht hier oben anmachen? Eventuell findet er das dann ansprechender. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das schaffe, wenn ich das jetzt abziehe, da oben reinzustecken. Ich kann es probieren. Ah, okay, er geht schon. Er geht schon von ganz alleine. Fuck, ich habe die Teufelbox kaputt gemacht. 1200. Shit. Nee, das war dumm, ne? Ja. Oder? Moment. Ist ja nur für das Licht da, aber wir müssen den Projektor anmachen, damit der Film losgeht. Ja. Läuft er jetzt? Ja. Okay. Er läuft zum Bild. Ist meine Droni durchgekommen? Ich schau gleich. Wenn wir am Ende sind, schaue ich nochmal alle durch. So, er wärmt sich auf. Ach, für ihn ist dann... Für ihn sind die Feuerlöscher, glaube ich. Warum kann ich den nicht nehmen? Doch, jetzt. Gut gemacht. Danke! Ja, wir müssen einfach die Kerzen alle ausmachen und dann früher oder später wird er wahrscheinlich zum Film gehen. Aber aufpassen, nicht die goldene Vase! Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie die gewackelt hat? Das war so knapp. Auch den Kamin ausmachen. Vorsicht, auch hier wieder was Goldenes. Das darfst du halt nicht zerstören, sonst bist du instant einen Rang runter. Komm, mach jetzt. Was? Der zündet das immer wieder an. Hä? Kann ich da ein Kissen drauflegen oder so? Wobei, selbst das müsste man doch eigentlich anzünden können. Wie unlogisch. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Kann ich ihn denn bitte daran hindern, das immer wieder anzuzünden? Vorsicht, wieder goldene Vase. Ich versteh's nicht. Vase drauf? Ah, Moment, da hinten ist ein Schlauch. Kann ich mit dem was machen? Einfach mal komplett übertrieben. Ja, geht. Lol. Wird die Feuerstelle nass machen, weil dann müsste man es eigentlich nicht mehr anzünden können, wenn das jetzt einigermaßen realistisch sein soll. Als Optiker. Was zum Teufel ist jetzt passiert? Ey, komm, da sind 5000 Liter Wasser drauf und er zündet es immer noch an. Was willst du mir hier erzählen? Komplett lächerlich. Und deswegen sind Spiele nicht das Real Life, Leute. Der kann das auch nach einer Woche nicht mehr anzünden bei den Wassermengen. Ja, aber was soll ich denn sonst noch tun? Ich habe das Logischste gemacht. Oh, oder... ich muss es selber anzünden, oder? Weil hier ist auch eine Feuerstelle. Ach, lächerlich. Ja gut, und wie mache ich das? Mit einer Kerze, oder? Ja, na klar. Hm. Nette Idee, das Rätsel, aber... Da finde ich meinen Lösungsansatz mit dem Wasser
irgendwie cooler. Und logischer. So, ausmachen den Shit. Und dann wird er hoffentlich... Ja, die andere Kerze sehen. Alles klar. Da war ich wohl schlauer als das Spiel. Ausnahmsweise mal. Normalerweise bin ich der Dödel hier. Hat jetzt gedauert, aber B. A. Naja, gut. Ich hätte jetzt gerne noch ein A gesehen, aber dann halt nicht. Sir Lukas, danke für den Zehner. Was ist deine Meinung zur Pokémon Ranger-Reihe? PS, ich habe Jule als Karte. Ich kann sie dir gerne zuschicken. An Jule habe ich eigentlich nicht so ein Interesse, weil sie ja nicht so sozial war zu uns auf dem GameCube. Nur noch Doris, weil die Ehre hat. Und Pokémon Ranger habe ich nie gespielt. Reizt mich aber auf den ersten Blick auch nicht, muss ich sagen. Du magst es, lese ich raus. Dann hoffe ich für dich, dass bald noch ein neuer Teil kommt, aber die Reihe scheint auch tot zu sein, leider. Generell so, Pokémon... Off-Topic-Games sind irgendwie down. Jetzt gab es zwar ein Pokémon Mystery Dungeon Remake, ja, aber ist halt auch nur ein Remake, ne? Es war toll, dich in Zürich gesehen zu haben. Das freut mich zu hören, Amy B. Danke dir fürs Kommen damals. Dieses Jahr wird ja leider nichts an Messen stattfinden. Moritz Licht ist Mitglied geworden. Und... Dann kannst du nicht lesen. Krümel! Willkommen und danke dir. Und auch danke an alle, die den Stream verfolgt haben. Es war sehr lustig und wir haben mal wieder viel länger gemacht als gedacht. 20 Münzen kostet das Spiel im Nintendo eShop, wenn ihr es selbst spielen wollt. Bereits seit einem halben Monat erhältlich. Also gönnt euch. Und noch eine schöne Nacht. Danke für alle Likes und den Support generell. Bis zum nächsten Stream oder Video. Ciao.